Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jessica Parker. Ja, das bin ja ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Mit dem Fuß, Margot. Mit dem Fuß? Nee, heute mit dem Finger. Während du die Kamera eingestellt hast. Ach so. Habe ich schon die ganze Zeit hier unten auf Start gedrückt und wir laufen die ganze Zeit schon. Ach so, ist ja hochinteressant. Das heißt, ich habe heute Outtakes. Und ich finde, wir sollten jetzt auch etablieren, bitte festdrücken. Das ist ja auch ein neuer Satz von dir. Ja. Margot, weil das sagst du ja immer, wenn ich bei dir klingle. Das ist richtig. Ich klingle seit vielen, vielen Jahren bei dir. Ja. Sagst du immer noch zu mir, bitte festdrücken. Warum genau? Weil meine Hauseingangstür geht wahnsinnig, wahnsinnig schwer auf und man muss, wenn ich das sage, dann muss man auch sofort drücken, weil man hört kein Summen, kein Surren, kein gar nichts. Das nervt total, muss ich furchtbar sagen. Furchtbar. Ja. Naja, gut. Angeblich sucht man noch irgendein Ersatzteil, aber ich weiß gar nicht, was für ein Ersatzteil das sein kann. Aber nun gut, ja. Gut, egal. Herzlich willkommen bei Parker und Schlönske, meine lieben Zuhörlinge. Folge? 48. Hast du nicht gesagt, wir zeichnen im November? Achso, wir sind ja gerade im September. Ja, du hast recht. Ja, genau. Im November zeichnen wir dann Folge 50 auf. Das werden wir ganz groß feiern. Ich weiß noch nicht wie, aber ich freue mich dann darauf, wenn du mir ein Stückchen Torte mitbringst. Okay, verstehe. Ja, selbst, ich kann ja gebacken, gar nicht backen. Ich finde ja Backen beschissen. Dann lieber nicht selbst gebacken. Ja. Nein. So, wie wär's denn mit Käsekuchen aus der Packung, Margot? Da haben wir doch Erfahrung mit. Ja, da haben wir sehr viel Erfahrung mit. Ja. Auch liebe Grüße an unsere Videopodcasts zu Schaulinge. Ja, genau. Denn wir sind auch wieder heute per Video zu sehen. Und richtig, ich habe eine neue Dutte auf, Margot. Ja. Die ist nicht neu, aber ich etabliere die jetzt als meine Podcast-Dutte. Ja, liebe Zuhörlinge, Jessica sieht es ein bisschen aus wie Traudel Charming. Charming Traudel. Charming Traudel von Martin Reinl, die Puppe. Ja, genau. Du kannst sie mal gut nachmachen, ja. Ich liebe Charming Traudel. Mensch, Charming! Traudel, sag doch mal was Schönes. Kennst du das, wo sie mit Anke Engelke spricht auf der Bühne? Das ist Nein. Bei so einer Preisverleihung und das ist ganz, ganz toll. Weil Charming Traudel hat dolle Angst vor Anke Engelke natürlich. Ja, natürlich. Und das ist ganz süß. Ja, genau. Gut. Meine Lieben, angucken, guckt ihr es mal bitte an. Und wir erwähnen natürlich gleich am Anfang, dass ihr bitte gerne zur Kieztour kommen könnt. Der tollsten Stadtführung Berlins, meine Lieben. Kieztour, du hast recht. www.kieztour.net ist die Webadresse. Und ihr wisst schon was, das ist eine queere Stadtführung durch den Regenbogenkiez am Neuendorfplatz. Sehr, 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 sehr erlebenswert, meine Lieben. Reichlich Infos, reichlich Alkohol, reichlich Transvestiten. Ihr könnt auch alkoholfrei bestellen. Das stimmt. Ja. Es macht mal wahnsinnig viel Spaß. Ja. Und wollen wir noch gleich was erwähnen, wenn wir schon beim Werbeblock ganz kurz am Anfang sind. Ja, wer unseren Podcast mal wieder live miterleben möchte, am 20.12. im BKA-Theater ist es soweit. 23.59 Uhr starten wir. Und im großen Saal, Margot. Und wir sind im großen Saal. Weil wir so gut verkauft sind, dass wir wirklich schon. Wir sind uns im Foyer gewesen. Genau. Und da hat mich jetzt Svenny angerufen und meinte, ob wir was dagegen hätten, wenn wir in den großen Saal gehen. Ja, und ich weiß, du magst den großen Saal überhaupt nicht. Ich liebe den großen Saal. Wieso? Nein, du magst ihn nicht, sagst du mir immer. Du sagst, eigentlich möchtest du einen ganz kleinen Saal. Eigentlich möchtest du nur zu Hause im Wohnzimmer sitzen und Fernsehen gucken. Und kein Publikum am besten. Und kein Publikum. Bloß kein Applaus. Die sollen einfach so Geld überweisen, wenn ich dass du atmen müsst. Ja. Wäre eine schöne Maßnahme. Du bist halt auch ein wahnsinnig faules Stück. Das stimmt nicht, Margot. Apropos faules Stück. Ja. Du musst es mir hoch anrechnen, dass wir heute den Podcast aufzeichnen, obwohl heute die Premiere vom Sommerhaus der Stars 2024 läuft. RTL. Auf deinem RTL läuft das halt. Oh ja. Und ich finde es ganz schlimm, es nicht live gucken zu können, aber wir werden es nachher in der Mediathek dann gucken. Okay, ich gucke es mir dann auch in der Mediathek an. Guckst du das? Nein, eigentlich normalerweise nicht, aber ich weiß, ich werde es diesmal angucken müssen, weil du wirst wahrscheinlich das nächste Mal ganz, ganz viel über das Format erzählen. Da war ja auch Raffi und Sim von Raffi und Sim mit dabei. Ja! Die Henkelcode-Farbe des Monats wird präsentiert von TISK Berlin. Deine Adresse für Leder auf Maß. Prinzregentenstraße 9, 10717 Berlin. Und im Netz unter tisk.berlin. Jessica, sage mal was. Wahnsinn, wie schnell so ein Jingle rumgeht, ne? Ja, toll, also oder? Wirklich so ein paar Sekunden irgendwie so. Also wenn ihr Zuhörlinge wüsstet, was wir in der Zeit alles gemacht haben, aber wir wollen über unsere technischen Probleme gar nicht sprechen. Wir zeichnen jetzt nochmal auf den Handycode. Genau.
Aber es war auch schön. Ich mache gerne Henkecodes mit dir. Was ist denn unser Henkecode des Monats? Light Blue, Margot. Light Blue, das ist hellblau. Oh, Margot, ja. Hast du Englologie? Ich habe Englologie studiert. Englologie. Wir machen weiter. Lightblau. Ja. Lichtblau. Alles klar. Hellblau. Hellblau. Margot, also ich sagte jetzt hellblau, da geht es um Schwanzlutschen. Wir sind ja beide doch relativ interessiert an Penissen. Ja, durchaus, ja. Ja, Margot, erzähl mir doch mal, wenn man das hellblaue... Achso, ich dachte mal, erzähl mal, was der schönste Penis war. Also, du kannst mir auch gerne erzählen. Ja, nein. Vorzum ist ja gerade vorbei. Ja, das stimmt. Ja, ja. Oh, da gab es viele Penisse. Oh, ja, ja, wirklich. Nicht auf der Folsom Street, nee, aber abends auf den Partys. Hab ich mir sagen lassen. Ach, du, deshalb hast du so eingerissene Lippen auch. Was? Ich wundere mich schon, ist alles voller Bepanthen bei dir. Ja, die sind nicht eingerissen, weil, ich sag mal so, ich hatte dummerweise das Cuttermesser nicht dabei, mit dem ich den Mund größer machen kann. Ja, wenn es zu groß ist und oh man muss Gott, dann so zwei Methoden entweder. Widerwärtig, was du mir wieder erzählst. Ich möchte das nicht wissen. Ich weiß, du möchtest. Du glaubst ja auch, ich bin ein asexuelles Wesen. Ja, ja. Nein, ich möchte das. Du möchtest das? Ich möchte den das. Den Wunsch kann ich dir nicht erfüllen, das tut mir leid. Das tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid. Ja, vielleicht wirst du wirst ja älter irgendwann. Und das, also, Margot, meine Liebe, wenn ich jetzt mein Light Blue Tuch links trage, bedeutet links. Das was? Das heißt, dass ich der aktive Part bin und jetzt kommt man leicht durcheinander, weil der aktive Part, der lässt sich einblasen, ist also eigentlich passiv. Ja, dann ist, aber ist denn links immer aktiv? Ja, stimmt. Ja, links, ja, ist, immer links ist immer aktiv. Ja, also ein bisschen irritiert. Und rechts ist passiv, aber vielleicht hat das ein bisschen was mit, wer den Ton angibt. Ich sag's mal ja, so. Ja, so kann man das sehen. Vielleicht so, also wenn ich das rechts trage, dann bin ich halt gerne, dann könnt ihr mir zum Geburtstag Knieschoner schenken. Knieschoner schenken und du bist ja auch ein Deep-Throating-Wunder, meine Liebe. Ja, also wenn du es rechts trägst, links, da sucht halt jemand, so steht es in unserer schönen Tabelle, ja. One's head. One's head. Den Kopf anfassen, rechts die Hand, links die Hand und dann... Schön reindrennen. Schön einfach so. Genau. Und immer ran an die Kimme. Richtig. So gefällt uns ans das. Ans Zäpfchen, meine ans Liebe. Hast du eigentlich noch einen Würgereflex, Margot? Ich dachte, ob ich noch ein Zäpfchen habe. ja, doch, am Wochenende wird festgestellt, ja. Aber, achso, ich dachte, du hast am Wochenende einen Würgereflex. Okay. Nein, aber Zäpfchen hat jetzt Hornhaut. Oh, ich habe ja kein Zäpfchen mehr, ne, Margot? Du hast kein Zäpfchen mehr? Weil ich habe eine Mandel-OP gehabt vor vielen, vielen Jahren. Ja. Und da haben die mir mein Zäpfchen irgendwie auch zerstört dabei. Ach so. Ich habe nur noch so ein halbes Zäpfchen. Ach so, ja. Ist das praktisch oder ist, wobei, was heißt vor vielen Jahren? Hast du davor schon Übungen gehabt? Naja, nee, also ich habe erst danach Übungen okay, bekommen. Okay, das heißt, du kannst, hast nicht wirklich einen Vergleich. Ja. Es würde mich interessieren, ist es mit Zäpfchen oder ohne Zäpfchen besser gesagt, ist es, kann man dann besser blasen oder ist das eigentlich nur so... Egal. Ihr könnt uns ja mal eine Nachricht schreiben. Ja, bitte. Margot, wofür ist das Zäpfchen eigentlich da? Ich glaube, es ist, um den Würgereflex auszulösen, damit nicht zu große Dinge nach hinten rutschen, hält es ein bisschen was auf, ja. Das ist allerdings jetzt, das sage ich jetzt aber wirklich, das ist Halbwissen, ja. Wirklich. Ich habe das nur grob im Hinterkopf und ich möchte, dass wir das in den nächsten Podcast auf jeden Fall richtig stellen werden. Für diesen Podcast ist es zu spät, aber wir müssen auch dieses Mal ganz, ganz viel richtig vom Letzten, ganz, ganz viel vom Letzten richtig stellen. So wird ein Satz draus. Ist das so? Ja. Die geilsten Stellungen. Die Richtigstellungen. Apropos Schwangerschaft. Ja. Also, ihr wisst nicht, warum wir lachen, nein. Aber wir lassen es auch im Geheimen. Wir werden es euch nachher erzählen, ja, vielleicht, mal gucken. Margot, wir haben ja über Panda-MütterInnen gesprochen. Genau, richtig. Und zwar haben wir überlegt, wie lange die eigentlich schwanger sind. Margot. Richtig, im Berliner Zoo gab es eine Panda-Schwangerschaft und für den letzten Podcast habe ich aufgeschrieben, dass die Panda-Bären schwanger ist und noch während ich das praktisch aufgeschrieben habe, schon hat sie die Kinder auch gleich geworfen, das ging also wahnsinnig schnell, da waren wir irritiert, wie schnell geht denn das eigentlich? Ja. Es geht gar nicht so schnell, also eine Panda-Schwangerschaft dauert in der Regel 3 bis 6 Monate, also schon schneller als beim Menschen. Also es braucht eine Weile, bis die Menschen feststellen, dass die Panda-Bären schwanger ist. Weil die so pummelig sind. Ja. Ja, also so. Das heißt, du könntest eigentlich auch jederzeit schwanger sein, Margot. Ja, ich bin schwanger. Ich bin eine Trans-Panda-Bärin. Du bist eine Trans-Pandaine. Ich bin eine Trans-Panda-Bärin, ja. Ich bin ja auch hier ein bisschen schwarz-weiß, ja. Also du bist gefangen im Körper eines Menschen, bist ich aber bin gefangen. Ich bin gefangen, das ist einfach im Körper von mir selbst. Das ist mein
Problem eigentlich primär. Oh, das ist wirklich ein schweres das Los. Betonung liegt auf schwer. So, wir machen gleich mal ein bisschen was in die fette ja, Sau, bitte, meine Liebe. Oh, oh ja, aber bitte gleich zweimal, ja, sehr schön, ja, so muss das sein. Die fette Sau. So, haben wir besprochen, Margot. Dann ja. Mach doch jetzt mal Klugscheißerie mit dieser Landesbibliothek. Ja, also ich habe beim letzten Mal erzählt, Berlin hätte keine Landesbibliothek. Doch, wir haben eine Landesbibliothek, aber die reicht halt nicht aus. Wir brauchen einen Neubau, wir brauchen was ganz, ganz Großes. Wir sind halt Berlin. Berlin braucht immer was Großes. Ja, und, ja. Okay, gut. Mal gucken, wie es da weitergeht. Dann sprachen wir über Windräder und du hast mir das Wort Infraschall zugeworfen. Genau, und richtig. Ich habe dich so verwirrt, Margot, dass du selber nicht mehr dachtest, dass du recht hast. Am Schluss dachte ich wirklich, sag mal jetzt, weil du so Stein und Bein geschworen hast, dass es Infraschall nicht gäbe. Bin halt Schauspieler. Doch, gibt es. Also, und ich wusste, dass Ultraschall hat was mit den Fledermäusen zu tun. Das sind so ganz, ganz hohe Frequenzen. Ja. Können wir nicht mehr hören. Und Infraschall, das sind ganz, ganz niedrige Frequenzen. Ja. Ich glaube, unter 20 Hertz oder sowas. Oder also unter 16 Hertz. Ganz. Und diese Windräder haben so einen niedrigen Infraschall. Das kann man als Mensch gar nicht wahrnehmen. Okay, gut. Dann haben wir es auch geklärt. Dann haben wir ein Wortproblem gehabt und zwar, es geht um die Reinheit der Luft. Und zwar, also du hast gesagt, Luftreinhaltigkeitsgesetz. Genau, richtig. Das fand ich schon komisch. Es war fast richtig. Ja. Es war fast richtig. Das Keiz musst du weglassen. Ja, also Luftreinhaltungsgesetz. Dann stimmt's. Und dann wird auch gleich ein Schuh draus. Und dann, dann stimmt's auch. Richtig, genau. Aber ich war auch in meinem letzten Podcast auch sehr, ich war nicht gut drauf. Naja, weil wir waren halt einfach auch so verwirrt von diesem ganzen Umfeld hier. Und dass wir jetzt erstmal angezogen sein müssten und dass eine Kamera uns zuguckt. Schlimm. Ich meine, dass eine Kamera uns zuguckt, das kennen wir, wenn wir nackt sind, aber nicht, wenn wir angezogen sind. Ja, und dann waren meine Beine nicht rasiert und dann bin ich ja sowieso eigentlich nur halb auf der Bühne, weißt du, das ist ja alles ganz schlimm. Ja. Dann wolltest du mich falsch verbessern. Ach so? Das liebe ich ja auch. Botswana. Wie schreibt man Botswana, meine Liebe? Also Botswana schreibt man, also amtlich schreibt man Botswana B-O-T-S-U-A-N-A. Botswana. Und so habe ich es auch geschrieben. Ja, Margot. Und du hast dich über mich lustig gemacht. Ja, das mache ich ja sehr gerne. Weil du, kleine Stümperin, mit der deutschen Schreibweise halt immer noch arbeitest. Aber das machen wir nicht mehr. Das ist ja wirklich Das machen wir nicht. Wir arbeiten mit der amtlichen Schreibweise. So. Margot, dazu muss ich eines sagen. Ich habe unseren letzten Podcast ja angehört und da hast du dann so, so global, wie du nun mal bist, hast du gesagt, ich spreche ja immer alle Städtenamen halt auch so aus, wie sie im Original gesprochen werden. Genau, richtig. Ja, und da dachte ich mir so ein Quatsch. Also du sagst ja auch Kopenhagen und nicht Köbenhauen. Doch, Köbenhauen sei auch, ja. Hm? Köbenhauen. Weil da ging es um Augsburg und so, weißt du, und dachte ich so, ach Margot, du redest auch schon wieder eine Scheiße, wenn du das Maul aufmachst. So, pass auf, dann ging es um zwei FernsehmoderatorInnen, und zwar Matthias Obtenhövel, der eine, und die andere wussten wir nicht. Genau, da haben wir Dingsbums gesagt, und Dingsbums heißt in Wirklichkeit Linda Zervakis. Ja. Das ist die von der ARD zum Feind ProSieben gewechselt ist und leider auch erfolgreich gescheitert ist. Die ist raus. Tom Daley ist das nächste Thema. Oh, da hast du Scheiße erzählt, oder? Hab ich Scheiße erzählt? Du hast erzählt, dass der, glaube ich, irgendwie Ende 30, Anfang 40 ist. Und ich habe gesagt, nee, der muss jünger sein. Und der ist erst 30. Der ist erst 30, gerade erst geworden. Ich habe doch nicht gesagt, dass der 40 ist, Margot. Doch, hast du. Ja. Okay, gut, da habe ich Unrecht gehabt. Ja. Aber wahrscheinlich, weiß ich doch auch nicht mehr. Aber wahrhaftig, jetzt wo du es gerade sagst, aber du verwirrst mich auch wahnsinnig schnell. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ich sollte dir nicht sagen, dass du mich verwirrst, weil dann wird das Ganze, du nutzt das ja aus. Ich nutze das du schamlos Du nutzt das ja aus, sowas von aus, wenn du mich verwirrst. Es ist ja die Hölle. Ja. Apropos verwirrt, wie komme ich denn? Da war ich wirklich verwirrt. Ja, wann denn? Eine ganz, ganz große Künstlerin ist ja mit einem eigenen Stadion auf Tour gewesen. Ja. Ja. Und da war ja die große Frage, wer war denn das jetzt? Ja. Eigentlich war das Taylor Swift. Nein, es war Adele. Da habe ich Post bekommen ohne Ende. Ach, da hast du Post bekommen. Ich Post bekommen. Oh. Ja, da habe ich Post bekommen. Dann, du, das Fax ist heiß gelaufen, die Rohrpost ist übergelaufen. Ich höre die Tauben auch noch gurren in deinem kleinen Taubenschlag, Margot. Tauben waren aber ein sehr, sehr leckeres Frikassee. Ach, oh, ich liebe Tauben. Oh. Ich liebe, wenn man die mit Wachteln stopft. Ah, süß. Das ist so köstlich. Das mag ich ja, aber nur, wenn die Taube auch noch wirklich in die Weihnachtsgans reingestopft wird. Dann. Erst ins Huhn, dann in die Gans und dann in den Truthahn, meine Liebe. Und ganz am Schluss dann ab ins Schwein. Ab ins Schwein und ab ein Spanferkel gefüllt mit Geflügel. Sehr, 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 sehr lecker. Also liebe Veganernde da draußen. Veganernde? Was ist das denn?
Das ist geschlechtsloses Gendern. Ah, okay, gut, ja? Alles klar. Veganande, ja. Das klingt, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Genau. Das klingt sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ja. Gut, also wir haben noch keine Wachteln in Tauben gestopft, Nein. Aber Hühner in Gänse schon sehr oft. Ich nicht. Ich auch nicht. Nein, ich nicht. Aber ich muss gestehen, Geflügel, das mag ich halt sehr gern. Also Wachteln jetzt nicht Tauben. Nee, aber so eine Pute oder so eine Gans? Ja. Oder eine ganze Pute. Ja. Und zu Weihnachten gibt es bei uns auch mal einen Riesenvogel und ich weiß aber nicht, was für ein Vogel. Und mein Mann bringt mich jetzt schon wieder um, wenn ich wieder erzähle, dass es den falschen Vogel gab. Ja, bei euch gibt es doch immer Pute, oder? Ich sag nichts dazu. Okay. aber Margot, was ich der ja schlägt nicht... mich ja sonst immer. Ach, der schlägt dich? Ja, ja. Du hast auch schon wieder so viele blaue Flecken unter deinem ja, Kleid. Ich habe vorhin gesehen. Ich bin gar nicht fett irgendwie. Ich bin einfach nur angeschwollen. Von den Brühen, ja, die ich immer kriege. Das ist wirklich tragisch. Das ist sehr tragisch. Margot, was ich ja so interessant finde bei Geflügel. Man sagt ja Geflügel nur zu Vögeln, wenn die zum Essen sind. Also ja, zu fliegenden Tieren. Also ich sag auch auf der Bühne das Geflügel. Wenn ich singe und da ist ein Pianist am Flügel, dann sage ich heute am Geflügel. Das finde ich sehr das süß, Margot. Das finde ich aber sehr lustig. Ja. Aber man sagt Geflügel nur zu essensbereiten. Ist das so? Federvieh. Ja, ich meine, man sagt ja zum Spatz nicht Geflügel oder zur Taube. Aber wenn oder da ganz, ganz viele Vögel sind, dann sage ich bestimmt auch ganz, ganz, ganz viel Geflügel. Nein. Nicht? Nein. Also ich werde das recherchieren, aber ich glaube, Geflügel ist ein Wort der Fleischindustrie. Okay, sag, recherchiere das mal, wann ich Geflügel sage. Also das Stadion von Adele war ganz toll, weil da waren wir ja eigentlich. Das Stadion, nicht das Stadium. Naja, ne? Stadion. Kurz, es klang ein bisschen undeutlich. Es hätte auch das Stadium sein können, in dem man sich Adele gerade befindet. Ich weiß nicht, ist die so irgendwie unterwegs? Nein, okay, war ganz, ganz toll. Was hat eine riesen LED-Leinwand? Er hat eine riesen LED-Leinwand und meine Liebe, die größte LED-Leinwand aller Zeiten. Also die ging ja wirklich von links nach rechts über mehrere. Nein, die ging von links nach rechts. Toll, oder? Wahnsinn. Ich kenne LED-Leinwände immer nur von oben nach unten. Ja, die geht auch. Ich habe auch schon mal eine von rechts nach links gesehen, aber von links nach rechts war es wirklich meine schon. Meine Liebe, ja. Toll, ich hätte gerne sowas auch. Ja. So ein Stadion mit der Leinwand von links nach rechts für unsere Golden Gemilfs und dann können wir damit auf Tour gehen. Okay, aber man macht dann das Sinn für uns, willst du dann dich selbst in so einer, du bist doch deine eigene LED-Leinwand eigentlich. Ist das ein Kompliment oder ist das jetzt ein Schlag ans Gesicht? Ich weiß nicht so genau. Nee, ich sag mal, du leuchtest, aber du bist sehr flach. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen, meine Liebe. Und dann habe ich noch ein bisschen Scheiße erzählt. Natürlich, wie und immer. Und zwar, es geht um den Heißluftballon aus Paris. Ja, wie heißt der nochmal? Der heißt Montgolfiere. Ach so, ja. Und ich habe nur Golfiere gesagt. Golfiere. Ja. Golfiere ist, glaube ich, das, was dann der Caddy irgendwie auf dem Golfplatz hinterher schlägt. Nein, Margot. Aber egal. Und ich habe das damals gelernt, ich glaube, von Benjamin Blümchen oder von Bibi Blocksberg. Ja. Weil die sind dann nämlich mal mit der Montgolfiere rumgeflogen. Offensichtlich hast du es nicht gelernt, weil du hast es ja wirklich falsch gemacht. Ja, weil es ist ja nur auch schon vielleicht 2-3 Jahre her, dass ich Bibi Blocksberg gehört habe, ja, meine Liebe. Ja? Und ja, ich weiß, was du mich fragen möchtest. Ich bin nicht weder Team Bibi Blocksberg noch Team Benjamin du Blümchen. Du kannst mittlerweile meine Gedanken Kann lesen ich? Und du weißt schon, was ich dich fragen und werde. Und ich habe auch gerade wieder so ein leichtes Déjà-vu. Ich auch, ich weiß auch nicht. Liebe Zuhörlinge, ihr werdet es vielleicht nicht merken, aber wir zeichnen diesen Part jetzt auch zum zweiten Mal ja auf. Aus diversen technischen Gründen. Also ich sag's mal so. Wir haben diese Podcast-Sequenzen bis hierhin. Ihr könnt jetzt gerne mal auf die Uhr gucken, wie viel ihr jetzt eigentlich bereits schon an Zeit verloren habt, weil wir haben Zeitgefühl völlig verloren. Wir sind bei uns mittlerweile bei über 2 Stunden. Ja, also, das ist kein Scherz. Wir haben über 2 Stunden schon aufgenommen und weil wir immer wieder heute technische Probleme mit der Videoaufnahme hatten. Ja. Jurassic, möchtest du darüber erzählen, was du da falsch gemacht hast? Alles. Nein, ich habe eine ganz, ganz tolle Kamera, mit der ich immer meine TikToks aufzeichne und Instagram-Sachen und so. Aber sie funktioniert anscheinend nur bei mir zu Hause. Ja, die mag mich nicht. Ja, weil hier bei dir ist sie sowas von bockig und sie macht nicht das, was ich will. Und überhaupt ich weiß nicht genau warum. Also sie schaltet sich dann von selbst aus. Dann habe ich, auch vergessen, auf Aufnahmen zu drücken. Ja, gut, das kann ja auch mal passieren. Oder man hat einen neuen Akku an, dann statt mit dem alten gearbeitet. Ja. Da würde ich auch aufgeben. So, wir zeichnen jetzt mit dem iPhone wieder auf. So, aber der nächste Podcast, dann der November-Podcast, Oktober-Podcast, der wird dann vielleicht nochmal. VHS-Kassette dann, damit wir auf Nummer sicher gehen. Wollen wir Ampeln? Mit dir immer. Danke, Ampel.
richtig schön rumampeln. Vielleicht geht uns hier jetzt mal ein kleines Lichtlein auf. Ja. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Also, Margot, fangen wir mit Strom an. Strom. Also, pass auf. Gute News aus Deutschland, meine Lieben. Oh. Und zwar im ersten Halbjahr 2024 lag der Anteil der erneuerbaren Energien bei 61,5%. Nein. Der gesamten Stromproduktion. Nein, Margot. Wahnsinn. Aber das ist bloß der Durchschnitt. Ach, das ist der Durchschnitt. Ja, gegen Ende des Halbjahres war es ja noch höher als am Anfang. Und ich bin sicher, bis zum Ende des Jahres können wir vielleicht 70% schaffen. Meinst du? Das geht richtig voran dort. Aber du weißt ja auch, dass ja auch keine Windräder gebaut werden dürfen. Nein. Wegen des Infraschalls. Wegen des Infraschalls, ja, aber auch wegen des Schattenwurfs. Schattenwurf und die armen Vögel. Die armen Vögel. Das Geflügel. Das Geflügel. Aber da hat Wiesenhof wieder mehr zum Verkaufen. Ist auch süß. Gott, denn die meisten Vögel sterben, glaube ich, durch Katzen. Und an zweiter Stelle sind es, glaube ich, Scheiben. Und durch Windräder ist irgendwie nur ist Scheiben. Ja. Die fliegen gerne mal gegen Scheiben. Ja, das bei uns im Verlag damals sind ja oft mal Vögel gegen die Scheibe geflogen. Ja. Und da lag da so ein blutendes Ding und dann, naja, Müllschippe und weg. Ab in die Mikrowelle. Aber vorher mit einer Wachtel stopfen. Ich habe ja immer Wachteln vorrätig. Jurassica hat so eine Schublade voller Wachteln. Tiefkühlwachteln. Das sind die Schubladenwachteln. Schubladenwachteln. Eigentlich sind das Nachtwachteln, weil die müssen dunkel gehalten werden. Ja. Und da wirfst du immer so ein bisschen so von deinem chinesischen Fertigfutter so ein bisschen der Trockennudeln rein, ne? Nee. Diese Trockennudeln, die so aussehen wie deine Frisur heute, so ein bisschen feine Welle oder sowas. Ja. Okay. Feine Welle. Ja. Margot, ganz dünnes Eis gerade. Ja. Meine Liebe, ganz dünnes Eis. Ja, aber auch ganz wellig. Das stimmt, ja. Charming Traudel, Real Life. Unterwegs. So, Margot, lass uns einfach das Thema abhaken und ich möchte so gerne mit dir endlich über Elektroautos sprechen. Oh, das ist ja mein Herzensthema. Das hatten wir ja heute noch gar nicht. Nein. Aber wir haben uns da eben ein bisschen verzettelt, lass uns einfach das jetzt kürzer machen. Also, es geht um Volkswagen, Margot. Ja, Volkswagen hat ja große finanzielle Probleme. Das ist richtig. Denen fehlen gerade 5 Milliarden Euro. Wo sind die denn wohl? Ja, sind halt einfach nicht da. Die haben die nicht eingenommen. Kann man einerseits so sagen, andererseits muss man sagen, dass Volkswagen gerade erst eine Aktionärsversammlung, Ausschüttung, Dividende ausgeschüttet hat in einer Höhe von 4,5 Milliarden. Also ich sag mal so, ich weiß, wo ein Großteil zumindest hin ist. Ja, hätte da eine Theorie. AktionärInnen? Ja. Ja, also an die Leute praktisch, die sich gegen Mindestlohn und sowas einsetzen, an die ist das Geld gegangen. Mhm. Ist das nicht süß? Das ist süß. Und jetzt gibt es natürlich, es wird ja auch debattiert darüber, Werke zu schließen. Ja. Dazu muss man sagen, dass der Volkswagen-Konzern ja relativ ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil nämlich 25% hält ja das Land Niedersachsen an den Aktien von Volkswagen. Ich wusste nicht, ob 25% und ob das Land oder der Bund, aber ja, es ist auf jeden Fall staatlich. Niedersachsen. Das Land Niedersachsen. Das ist eine verifizierte Jurassica-Information. Also googelt es bitte. Googelt es bitte einfach nochmal. Und von daher war eigentlich bei Volkswagen arbeiten war immer ein sicherer Arbeitsplatz. Und jetzt denken sie über nach, halt Leute rauszuschmeißen, betriebsbedingt zu kündigen. Ja, du hattest immer eine sichere Arbeitsstelle und du, auch Azubis und sowas, alles haben sie übernommen. Ja. Jederzeit irgendwann, das war alles gar kein Problem. Also es war ein sicherer Arbeitsplatz. Und das endet jetzt auf einmal. Das ist für die echt ein Schock dort. Für die ein Schock, aber vielleicht ist ja auch einfach so ein Modell einfach nicht mehr zeitgemäß, so, so Recht auf Anstellung. Ja, nö, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, es steht einfach da, dass es eher daran liegt, dass der Konzern bzw. die Chefetage einfach wahnsinnig viele falsche Entscheidungen gefällt hat. Es gab mal einen Ökonomen, der hat 2019 noch gesagt, Volkswagen muss bis 2025 ein konkurrenzfähiges, günstiges Elektroauto auf den Markt bringen. Ansonsten steht es um diesen Konzern sehr, sehr schlecht. Dieser Ökonom hieß Robert Habeck. Ach. Ja. Das ist ja hochinteressant. Witzig, oder? Gott, ja. Das ist ja hoch. Also das heißt, das Orakel von Delphi hat er gesprochen. Ja, 2019. Das Orakel von Delphi oder halt von Schleswig-Holstein, glaube ich, da kommt er her. Ja, kommt er her. Ja gut, hat nicht funktioniert. Jurassic hat einen Schlaganfall. Ja, ich habe gerade schon wieder meinen x-ten Schlaganfall. Auch der Markt natürlich, der chinesische Markt ist komplett eingebrochen für Volkswagen. Keine Sau. Wie ist denn das? Ja, die sind zu teuer, die Autos. Ach. Ja. Und? Ich habe gesehen, ich glaube, es war ein Tagesthema, da war so ein O-Ton von einer jungen chinesischen Frau.
Person? Person, die wurde gefragt, warum sie sich denn eigentlich kein E-Auto, Volkswagen E-Auto kauft. Dann hat die gesagt, nee, ne, das ist halt eher eine Marke für ihre Eltern oder für ihre Großeltern. Volkswagen ist in China wahnsinnig uncool bei den jungen Leuten. Ja, schade, genau. Schokolade. Ja, ich habe es ja schon mal erzählt, glaube ich, dass die Autoindustrie nach der Corona-Pandemie auf der ersten Automesse auftauchte, also die deutsche Autoindustrie, und die auf einmal den Markt nicht mehr verstanden haben, weil da tauchten auf einmal gigantische Stände auf in einer Größenordnung mit Markennamen, die sie noch nie zuvor gehört haben, mit Autos, die sie noch nie zuvor gesehen haben, und sie haben gesehen, hier ist eine Entwicklung uns völlig an uns vorübergegangen und alles Elektroautos natürlich. Ja. Jetzt kommt das nächste Ding auch noch, China zum Beispiel lässt für die Innenstädte irgendwie nur noch begrenzt viele Verbrennerautos zu und das wird von Jahr zu Jahr immer stärker reguliert, das heißt, sie lassen einfach keine neuen Verbrenner zu. Wenn das passiert, Volker Wissing hört. Das passiert ja bei uns erst ab 2035. Und bis dahin ruht sich halt unsere Autoindustrie darauf aus, dass man bis dahin ja noch Verbrenner kaufen kann und entwickelt nach wie vor nicht in, investiert nach wie vor nicht in Elektroauto. Unser Fehler. Seit 20 Jahren reden wir drum. Nein, nicht unser Fehler. Naja, also mir gehen die Autos deutsche, völlig am Arsch vorbei. Die deutsche Autoindustrie zumindest. Hätten die vor 20 Jahren auf die ersten Warnzeichen schon mal reagiert? Es gibt ja einige Warnzeichen, auf die schon hätte reagiert werden müssen. Wir können, sprechen heute nicht über die Deutsche Bahn, aber das ist ja genauso. Warnzeichen sind einfach nicht interessant für die Politik. Wenn die Deutsche Bahn ein Patient wäre, fragt sich jetzt wirklich, lohnt sich da noch eine OP? Muss ein Triage machen auf jeden Fall. Und ich glaube, die Deutsche Bahn wäre nicht mehr mit dem Rennen. Die wäre raus. Das ist schade eigentlich. Ne? Wobei ich neulich mit der Deutschen Bahn gefahren bin, Margot, und Hinfahrt nach Düsseldorf und Rückfahrt nach Berlin war beides pünktlich. Die Bordtoiletten haben funktioniert und im Bordbistro waren alle Artikel verfügbar. Bis zum Schluss? Ja. Und ich habe mir gedacht, was ist da los bei der Deutschen Bahn? Ich bin das so nicht gewöhnt. Hast du den gesamten Zug Ich habe mich beschwert. Gekauft. Du hast den gesamten Zug für dich gekauft, gib's zu. Du hast alle Plätze gekauft, bist alleine lang gefahren. Und schmeiß doch diesem Konzern nichts in den Rachen, diesem Himmelfahrtskommando. Nee, aber da war ich wirklich, ich habe mich beschwert dann, dass das so gut läuft. Die Deutsche Bahn saniert sich jetzt und damit sich richtig schön saniert, stößt sie die einzige gewinnbringende Unterfirma stößt sie ab. Schenker? Schenker. Ja. DB Schenker. Ja. Wie clever ist das, ein gewinnbringendes Unternehmen zu verhökern? Ich habe keine Ahnung, Margot. Und nur noch auf der Insolvenz hängen zu bleiben, sage ich jetzt mal. Du, Margot, es ist vielfältig. Vielfältig. Divers aufgestellt sein. Aber Schenker ist ein guter Tipp, weil es geht jetzt um Transport, es geht jetzt um globalen Transport und Import, Exports. Geht es um die Strohhalme jetzt? Ja, jetzt geht es um die Strohhalme. Ich dachte, die Überleitung wäre besser gewesen. Ja? Schenker, Strohhalme, es geht ja auch um ein Getränk. Einschenken, das wäre auch eine schöne Überleitung. Nee, das wäre keine schöne Überleitung gewesen. Das wäre ehrlich gesagt sehr ziemlich scheiße. Ja, also gut. Okay. Also, und zwar gibt es das Einweg-Kunststoff-Verbotsverordnungsgesetz. Oder auch EWK-Verbots-V. Einweg-Kunststoff. Oh, Verordnung, nicht Gesetz, Verordnung. Einweg-Kunststoff-Verbotsverordnung. Entschuldigung, richtig, okay. Ein sehr, sehr langes Wort. Merkt es euch für Scrabble. Ich habe es ausprobiert, es passt nicht aufs Feld drauf. Man muss anbauen, aber egal. So eine Scrabble-Maus, Margot, ne? Ja. Also, gerne mal, ja. Und zwar, pass auf, am 30.07. als auch am 15.08. dieses Jahres sollten insgesamt 1.854.000 Strohhalme über das Zollamt Hamburg in den freien Warenverkehr abgefertigt werden. So, allerdings waren das Plastikstrohhalme. Die Zollbeamtinnen und Beamten guckten sich die Teile, die in Vietnam und Taiwan hergestellt worden sind, genauer an und hatten dann den Verdacht, huch, das könnte Kunststoff sein. Ich glaube, das ist bei uns gar nicht genehm. Und daraufhin hat das Bezirksamt Mitte, in Hamburg Mitte, als zuständiges Markenüberwachungsbehörde bestätigt, dass die Feststellung des Zolls rechtmäßig ist und jetzt dürfen diese Strohhalme den Hafen nicht mehr verlassen. Weil die giftig sind? Nee, weil die aus Plastik sind. Plastikstrohhalme dürfen nicht... Ach so, ich dachte, die sind giftig. Nein. Die Trinkhalme dürfen nun gemäß der Einwegskunststoffverbotsverordnung nicht nach Deutschland eingeführt werden. Okay, Plastikstrohhalme dürfen nicht eingeführt werden. Warum erzähle ich das? Ich fand das Gesetz einfach so toll. Ja, es ist so toll. Ich war neulich im Schwutz, habe da Popkicker gemacht und im Schwutz haben sie jetzt, die hatten ja lange jetzt Strohhalme aus Maisstärke. Jetzt haben sie die auch nicht mehr. Die haben jetzt Strohhalme aus Metall. Ja. Und da kostet ein Strohhalm 2 Euro Pfand.
Ah, okay. Das finde ich eine ganz gute Idee, ja, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich keinen Pfand bezahlt. Ich meine, ich bin der Star des Abends. Ich habe einen Strohhalm und ich habe die alle weggeschmissen. Aber, nein. Du hast, bist natürlich mit allen gesammelten Strohhalmanschluss zur Bar hin und hast dir das Pfand auszahlen. Das hast du nicht bezahlt. Genau. Weil irgendwoher musst du auch deine Gage bekommen. Ja, natürlich. Ich werde ja einen Strohhalmpfand bezahlt. Das ist ja wirklich eine beliebte Währung im Nachtleben, meine Liebe. Im Berliner Nachtleben vor allem. Margot, wir haben eine ganz, ganz spektakuläre Frau des Monats. Oh. Die Frau des Monats. Natürlich neben Jessica und Margot. Also wenn du dieses Oh machst, ne? Krieg dich doch mal ein. Dieses Gesicht dazu ist toll. Oh, oh, oh. So, ja. Die Frau des Monats ist ein CDU-Landrat in Rottenburg-Wümme. Warum? Habe ich vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Ja. Rottenburg, ich habe Rottenburg gesagt. Ne? Rottenburg. Ja, wegen Rotten.com. Ja, egal. Rottenburg. Gibt's das noch, Rotten.com? Weiß es nicht. Das ist eine Webseite damals, das war so Anfang der 2000er. Ich habe mich nie getraut, die anzugucken, weil ich Angst vor der Webseite. Hast du dich da mal durchgebrowst? Ich habe ein paar Sachen mir mal angeguckt irgendwie, aber jetzt musst du natürlich vorstellen, meine 56K-Modem, das dauert ja Ewigkeiten gefühlt. Nee, ich glaube, der war schon ein bisschen später, diese Webseite. War ein bisschen später, ja. Aber es war schon, ich konnte auch nicht viel damit anfangen, muss ich auch gestehen. Ja, aber egal. So ja, gut, Rottenburg. Rottenburg-Wümme, genau. Und dieser Landrat, beziehungsweise der in Rottenburg-Wümme wird für die Amtssprache praktisch was verwendet? Das generische Femininum. Ach. Das bedeutet, er bezeichnet sich selber als Landrätin. Er sagt selber, er ist die Landrätin. Ja. Und also alle Jobs in seinem Umfeld sind alle weiblich. Und ich denke mir so, ein CDU-Politiker. Ja. Dass sowas als erstes vom CDU-Politiker kommt, ich muss sagen, also dafür gibt es einen Orden. Dafür gibt es einen Orden. Ja. Wir mögen ihn jetzt schon sehr stark. Sehr stark, auch wenn wir vorher noch nie von ihm gehört haben. Nein, noch nie. Nein, und ich befürchte auch, ich meine, mit der Einstellung wird er wahrscheinlich bald aus der CDU auch rausfliegen. Aber also wenn das Friedrich Merz hört, du, dann gibt es aber gleich erstmal eine Ohrfeige. Mindestens eine Ohrfeige. Ja. Und dann zeigt er erstmal, was Mann ist. Generisches Maskulinum wird erstmal wieder eingeführt. Und zwar widerliche Friedrich Merz. Da führt dann der Friedrich Merz sein generisches Maskulinum, aber in die Stadträte. Was hat der wohl für einen Penis, der Friedrich? Das möchte ich nicht wissen. Möchten wir nicht wissen. Nein, ich habe schon wieder Fantasien. Einerseits denke ich, bei dem Ego muss der einen unglaublich großen haben. Und andererseits glaube ich, so wie der sich verhält, muss der wahnsinnig viel kompensieren. Ich glaube, Friedrich Merz hat einen kleinen und Markus Söder hat einen großen. Markus Söder hat einen, der schreit da hinterher. Also, ja, wirklich. Weil der sieht nach großem Penis auch aus. Ja, Markus Söder, der reicht von München bis an die Alpen, bis an den Alpenrand. Irgendwie. Und weißt du, wenn noch. Bis zur Schneekoppe. Schneekoppe. Das ist auch schon wieder jetzt. Das ist schon wieder so Boomer-Humor. Ne? Das ist total. Ja, ich bin dabei. Weißt du, wer auch einen großen Penis haben wird? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ja. Und zwar, wie heißt nochmal der Christian Ehring, der von Extra 3? Ja. Weil der trägt ja immer Anzug. Anzug, hat auch diese Anzughose an. Aber sogar in dieser Anzughose beult sich vorne der Penis ab. Ach, und so. Das bedeutet, der Penis muss groß sein, Margot. Oder er hat zwei sehr, sehr dicke Eier und die schieben einfach das kleine Stümmelchen nach vorne. Da fällt mir gerade was ein, Margot. Mir fällt was bei dicken Eiern ein. Ich laufe heute. Ich laufe heute vom Boxstudio, laufe ich am Rossmann vorbei, Richtung zu Hause. Da kommt mir ein älterer Mann entgegen. Richtung zu Hause, das heißt, man läuft nach Hause. Aber ich laufe Richtung zu Hause. Das ist richtig. Du bist schon wirklich sehr asozial. Man merkt, dass du jetzt mittlerweile in der Potze angekommen bist. Ja. So, jedenfalls, dann kommt mir ein älterer Mann entgegen in kurzer Hose und ich denke schon so, was ist da passiert? Das war auf jeden Fall ein schwuler älterer Mann, weil der hatte seinen Sack mit Kochsalzlösung aufgepumpt, weil er schob wirklich eine riesige Kugel in seinem Schritt her und es macht aber bum, bum. Und er lief ganz stolz durch die Potsdamer Straße und ich dachte so, ja, kann er alles machen, aber irgendwie schon so, ich weiß nicht genau, ich wusste nicht so genau, was ich dazu sagen sollte in dem Moment. Das kann er machen, mir gefällt es nicht, Punkt. Das ist so. Ja gut, das ist ja Geschmäcker, sind die unterschiedlich. Aber ich musste doch ein bisschen kichern auch tatsächlich, so, weil der so stolz durch die Stadt gelaufen ist mit seinem riesigen Kochsalzsack. Kochsalzsack. Ja. Auch ein schönes Wort für Scrabble, ja. Kochsalzsack. Kein Kochsalzsack hingegen hat haben die beiden Protagonistinnen unseres tollen Streaming-Tipps. Der Streaming-Tipp des Monats.
Die haben keinen Kochsalzsack, da hast du vollkommen recht. Du hast das gesehen, hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, also ich bin ja sowieso großer Fan von Karin Mioska. Ja. Ja? Und die hatte Sarah Wagenknecht zu Gast. Wir kennen alle Sarah Wagenknecht, die ist ja Medienprofi. Mhm. Und erzählt. Und die Karin Mioska, du hast es ja auch gesehen, Karin Mioska hat sie eigentlich in erster Linie gar nicht so viel politische Fragen zu ihrem Programm oder zu Ukraine-Krieg und bla, sondern sie hat sie auf den Zahn gefühlt bezüglich ihrem Auftreten in den Medien und ihrem Populismus, den sie verbreitet. Und da ist Sarah Wagenknecht richtig ins Rudern gekommen. Richtig. Das fand ich toll. Das ist wunderbar. Also guckt euch die Ausgabe bitte unbedingt an. Sie ist sensationell. Sie lief am 11. August, Sind wir gerade im September? Ja. Dann lief es am 15. September, oder? Das kommt immer sonntags. War das vorgestern? Nee, am 15. September? Quatsch, das war es am 8. September. Das war am 8. September, wo du Schattenkabinett am hast. Ich liebe deinen Kalender. So toll. Wo ich Schattenkabinett. Deshalb konnte ich es nicht live sehen. Ja. 8. September, also 8. September, Karin Mioska mit Sarah Wagenknecht. Ja, und am Schluss euch das an. Kommt dann noch ein oder zwei weitere JournalistInnen, kommen, glaube ich, noch mit dazu. Ein CDU-Politiker und ein Journalist vom. Richtig. Und dann ging es auch nochmal so richtig hin. Sie haben wirklich die Wagenknecht echt ordentlich auseinandergenommen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, die Populisten jetzt wirklich inhaltlich zu stellen. Sarah Wagenknecht kann von mir gerne vernünftige Politik machen oder auch Politik, die ich persönlich doof finde, aber mit Populismus kommen wir in dieser Gesellschaft einfach nicht mehr weiter. Und Karin Mioska ist Karin Mioska ist super freundlich geblieben, aber knallhart und hat immer wieder nachgefragt und besonders auch dieses, die Wagenknecht irgendwie so die Grünen so als den Erzfeind tituliert in so Werbevideos von sich da irgendwie hier die halbe Stunde Wagenknecht oder wie die Scheiße heißt und die konnte darauf nicht wirklich antworten, Wagenknecht, warum sie das macht, weil sie immer dann wieder, Wagenknecht ist halt gewohnt, Feindbilder aufzubauen und das hat mir auch wunderbar halt auseinandergenommen. Es war großartig. Wir bleiben im politischen Bereich natürlich nochmal, weil jetzt, weil wir vorher schon bei Daten sind. Ihr kennt das Ergebnis von der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September schon. Wir nicht, weil wir diesen Podcast sehr früh diesmal aufgezeichnet haben. Ja, weil ich in Urlaub fahre. In Mitte des Monats. Du warst doch gerade erst. Ja, ich fahre noch mal ins Elbsandsteingebirge. Okay. Sollte die Flut nicht überhand nehmen. Das ist noch nicht ganz klar. Reden wir gleich noch. Ja. Und dann, wenn du wiederkommst, dann habe ich halt meinen 14-tägigen Jahresurlaub. Also schon 14 Tage mal, egal. Also, Wahl in Brandenburg. Berichtet, Margot, ich weiß. Und da gibt es ja auch so Talkshow-Formate. Und in diese Talkshow-Formate im Vorfeld werden sämtliche SpitzenpolitikerInnen aller möglichen relevanten Parteien eingeladen. Und nur eine Partei hat man irgendwie nicht eingeladen. Ach, welche denn, Margot? Die FDP. Und warum? Das ist nämlich ganz toll. Die FDP hat sich dann eingeklagt oder einklagen wollen und hat dann allerdings vom Gericht bestätigt bekommen, diese Partei ist gerichtlich bestätigt schlicht irrelevant. Ich finde das großartig, Margot. Das ist. Da hat sich doch Christian Lindner bestimmt selbst anzünden wollen, erstmal. Das ist ja wirklich für sein Ego das Schlimmste, was ihm passieren kann. Aber irrelevant. Einen Führungspolitiker aus Brandenburg, eine Führungspolitikerin aus Brandenburg, aus der FDP. Ja, genau. Ja. Richtig. Christian Lindner ist ja die FDP. Ja, aber würde dort ein Rainer Brüderle zum Beispiel irgendwie wohnen und auch nur einen Wahlkreis dort haben, schon würde man darüber sprechen. Rainer Brüderle macht nichts mehr, außer atmen. Ist das der mit dem Dekolleté? Rainer Brüderle ist der immer so ein sehr, sehr schwammiges Schwäbisch-Englisch-Deutsch irgendwie durcheinander spricht. Ja. Weil der heute schon mal gerne übersetzt. Aber es ist doch der mit dem Dekolleté. Hat der ein Dekolleté? Nein, der Skandal mit dem Dekolleté. Obwohl er doch so eine Journalistin ist, über das Dekolleté weißt du? Sexismus ist ja nun wirklich, das gehört ja zum guten Ton, meine Liebe. Also wirklich, also gut. Bei der FDP, aber auch ein bisschen bei der CSU, das ist schon so. Damit machst du ja Karriere. Margot, wenn wir jetzt schon gerade bei der CSU sind, ist der Sprung zur CDU ja gar nicht mehr so weit weg. Das hast du recht. Und dann lass uns ganz kurz, wir haben einen wunderbaren Jingle und es geht in diesem Moment wieder. Der Wichser des Monats. Friedrich Merz? Friedrich Merz. Ach nein, Margot, wirklich schon wieder. Ja. Also Klausi hat ja schon gesagt, wir können nicht immer Friedrich Merz nehmen. Das wird auf Dauer langweilig. Da hat er recht. Ja. Aber Friedrich Merz gibt sich auch wirklich wahnsinnig viel Mühe, jeden Monat aufs Neue diesen Titel wieder einzuheimsen. Der macht es halt extra, um in die Rubrik zu kommen. Und er ist halt einfach richtig gut. Ja.
Im Wichsig, also, im Wichsig sein. Der Wichser sein, ja. Genau. Also ist, was soll ich denn sagen? Also Friedrich Merz hat der Ampelkoalition die Hand gereicht und hat zu einem Migrationsgipfel, hat er sich praktisch eingeladen. Er wurde dann von der Ampelregierung zu einem Migrationsgipfel eingeladen, auch wirklich. Und Friedrich Merz hat diese Gespräche schon nach 2 Stunden wieder abgebrochen und verlassen. Abgerauscht ist halt abgerauscht, dann. Ne? Aber genau. Hat noch Statements gegeben natürlich. Hat noch Statements gegeben. Die Überraschung ist, dass sofort, ich sag mal, Pressemitteilung rausgingen mit bereits fertigen Formulierungen. Wo haben die das denn her? Die kommen doch gerade erst raus und schon sind Formulierungen fertig. Meinst du, das war fingiert? Er hat ja schon gesagt, das stimmt alles nicht. Dass es fingiert ist. Niemals. Ein Friedrich Merz würde doch sowas, ich bitte dich, ein Friedrich Merz würde doch vor einer Landtagswahl niemals so etwas machen, wo es um Migration und Flüchtlinge und so weiter geht. Was ja auch, ich sag mal so, würde er jetzt dort drin sitzen und er würde ein Gesetz mit der Ampelkoalition gemeinsam beschließen, bei dem auch er sein Okay praktisch dazu gibt. Ja. Und man wird im nächsten Jahr feststellen, dass es entweder, wenn es nach Friedrich Merz, nämlich nach seinem Vorschlag geht, rechtswidrig ist und wieder einkassiert wird, oder aber man würde feststellen, das, was realistisch ist, bringt ja gar nicht so den wirklichen Erfolg, dann ist er ja mitgefangen, dann ist er mitverantwortlich dafür, das ist schlecht für die Bundestagswahl nächstes Jahr. Ja. Und man merkt das dann erst nächstes Jahr. Also geht er lieber hin, zeigt Bereitschaft, lässt es platzen und sagt, an mir hat es nicht gelegen, soll die Ampelkoalition doch machen, was sie will. Er hat ja zigmal betont, die Ampelkoalition benötigt die Union gar nicht. Sie hat ja eine Mehrheit dafür und es braucht keine Zweidrittelmehrheit. Wie oft er das betont hat. Es ist doch alles fürchterlich, Margot. Wirklich. Wir reden hier von Friedrich Merz. Ja. Also ich bitte dich. Der wird jetzt aber auch Kanzlerkandidatin. Der wird jetzt Kanzlerkandidatin. Lass uns ganz kurz noch, bevor ich das... Gerne. Wir haben ja, also Ursache dieses ganzen Migrationsgipfels und so weiter, waren ja ein paar Messerattentate. In Solingen? In Solingen zum Beispiel, genau. Wo also Islamisten oder islamistisch geprägte Menschen, wobei das war harmlos, es waren Islamisten so, Messerattentate begangen haben. Ja. Dass wir dann von diesem Punkt, okay, ein Islamist beginnt ein Messerattentat auf Polizisten, auf private Bürgerinnen und Bürger und überhaupt, davon auf eine, wir müssen die Migration nach Deutschland regulieren oder stoppen, verhindern kommen. Diese Kurve hat sich mir bisher noch nicht erschlossen. Mir auch nicht, Margot. Weil wir hätten eigentlich über Islamismus in Deutschland reden müssen und wie wir das verhindern können. Ja. Was hat jetzt die Migration direkt damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist halt einfach nur vereinfacht worden, damit man das schön für seine politischen Agendas nutzen kann. Und ich finde es halt wahnsinnig gefährlich. Das funktioniert gerade. Und ich finde es wahnsinnig, weil das Erste, was dann nämlich passiert ist, dann hat man ja, die Ampelregierung hat jetzt ja ein Migrationsgesetz irgendwie jetzt im Kommen. Und das Erste, was dann dort passiert, ist, dass sich die AfD hinstellt und sagt, sehen Sie, Sie haben jetzt unsere Vorschläge genommen, lieber Friedrich Merz. An Friedrich Merz ging das ja, weil der ist ja mit diesen Vorschlägen in diese Verhandlungen reingegangen. Sie übernehmen 1:1 das, was wir ja schon angeblich seit Jahren sagen. Die AfD war nie rechtsradikal, die AfD war schon immer bürgerlich. Und schön, dass Sie unsere Themen jetzt übernehmen. Damit hat die AfD jetzt eine Legitimation bei diesem Thema, dass sie schon immer recht hatte. Wir sehen gerade die Entwicklung, wie die Parteien wirklich auch bis zu den Regierungsparteien rein, durch die Bank weg, alle nach rechts rutschen, weil die AfD ihnen das Thema vorgibt, anstatt dass man sagt, von wegen, wir müssen nicht über Migration reden, wir müssen über Islamismus reden. Gruselig, Margot. Ja. Willkommen im Jahre 2024. Und wir werden jetzt haben alle schlechte Laune draußen. Ja, aber wir müssen darauf jedes Mal hinweisen, Margot, dass was gerade ganz falsch läuft hier in diesem Land, was Rechtsruck anbelangt. Und ich muss auch sagen, wir können auch sehr, sehr gerne über Migration reden und ob man Migration an den Grenzen irgendwie regulieren muss und sowas, aber nicht nach einem oder im Zuge einer solchen Debatte um Attentate. Ja. Das hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Margot, da fällt mir gerade ein zum Thema, das ist wieder eine Wortfrage. Ja, bitte. Ich habe mir neulich, ich überlege immer, was ist der Unterschied zwischen rechtsextrem und rechtsextremistisch? Weil manche benutzen die Journalisten extremistisch und manchmal extrem. Und ich weiß, gibt es da einen Unterschied oder ist das einfach nur, man benutzt das, was gerade sich besser anhört? Das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt, das hörst du selten von mir, nicht beantworten. Oh. Aber wenn jemand, rechtsextrem ist er dann rechtsextremistisch? Lass uns kurz nachdenken. Und wenn jemand rechtsextremistisch ist? Ich finde, extremistisch hört sich eher so etwas... etwas weicher an als rechtsextrem. Ja. Weißt du?
Also eine Aussage kann zum Beispiel rechtsextremistisch sein. Mhm. Deswegen ist die Person selbst noch lange nicht rechtsextrem, nur weil sie eine entsprechende Aussage mal so getätigt hat. Mhm. Wenn sie natürlich ganz, ganz viele Aussagen tätigt, dann ist die Person auch selber rechtsextremistisch. Okay, Mara, das ist jetzt eine Vermutung aber von das dir. Ist jetzt ein, nö, ja. Ist jetzt ein Beispiel, wie man diese Worte benutzen kann. Aber Wir werden das recherchieren. David Schwane hat wieder einiges zu tun. Ja, freut dich. Der sitzt ja schon hinterm Vorhang hier und macht sich nur. Der googelt jetzt schon. Ich höre doch den spitzen Bleistift an dem Notizblock. Der schreibt schon die ganze Zeit mit, der David Schwane. Ja, genau. Und nebenbei nimmt er dir noch ein Kleid. Also wir waren beim Wichser des Monats. Herzlichen Glückwunsch, Friedrich Merz. Erstmal für den Wichser. Und zweitens, jetzt ist es auch offiziell, seit exakt heute, kann man auch sagen, ja. Friedrich Merz macht's. Der macht's und Henrik Wüst hat seinen Segen gegeben und sogar die Söderin hat die Segen. Die Söderin hat sehr, sehr friedlich und überhaupt nicht zähneknirschend hat sie gesagt, ja, der Friedrich Merz, der macht's. Ich glaube, also er versucht's in fünf Jahren dann nochmal. Die Söderin will irgendwann nochmal. Die Söderin will's. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dadurch, dass Söderin und Merz zusammen so im Gespräch irgendwie waren, aber alle fragten eigentlich, lieber Henrik Wüst, was ist denn mit dir? Ja. Weil viele wollten ja ihn irgendwie aufhaben. Ja, der sieht ja auch am besten aus, tatsächlich. Da hast du durchaus mal recht, es sollte kein ausschlaggebendes Kriterium sein. Aber ich sage dir, hätten die einen Henrik Wüst aufgestellt, hätten die viele potenzielle SPD-Wählerinnen und Wähler, sowohl welche, die aktiv noch SPD wählen, als auch welche, die vergrätzt von der SPD sind, hätte die Union bekommen. Und ich sage dir, die hätten mit einem Henrik Wüst ein sensationelles Ergebnis hingelegt. Könnte ich mir auch vorstellen, wobei ich von Henrik Wüst, ich habe den neulich dann auch bei Karim Jost und zwar ja, ich auch, ja. Und da war ich doch sehr bestürzt, dass der wirklich der absolute Phrasenkönig war. Ja. Also der hat jede Frage letztendlich gleich beantwortet. Ja. Ja. Es für eine bessere Regierung. Also er hat immer dieselben PR-Phrasen benutzt und keine Antwort. Und ich fand das so unerträglich, dass ich wegschalten musste. Ja, das hat mich wütend gemacht. Eine bessere Regierung. Und das, wenn man sich mal alte Talkshows anguckt, als die Machtverhältnisse noch umgekehrt waren, zum Beispiel CDU, FDP damals noch an der Macht waren, das war ja von 2009 bis 2013. Margot, du machst mir schon wieder Angst. Ich weiß. Und ich muss echt gerade mal nachrechnen, weil 2005 hat Große Koalition unter Merkel 1. Dann kam eben Schwarz-Gelb 2009 bis 2013. Das musste ich gerade mal nachrechnen. Und wenn du da die SPD in Talkshows gehört hast und auch die Grünen, die haben sehr oft gefragt, warum machen sie nicht dies, warum machen sie nicht das, warum gehen sie nicht dorthin, warum ist diese Politik, wir müssen das unterstützen, die kommen inhaltlich. Und das hörst du von einer Union in der Oppositionsrolle relativ selten, mal ganz konkrete, man muss auch sagen realistische Vorschläge. Aber das ist so ein bisschen das Blut, glaube ich, der CDU, die glaubt, dass sie, glaube ich, die einzige Partei ist, die Deutschland regieren kann und darf. Meine Oma hatte ja die Einstellung gehabt, Demokratie ist CDU und alles andere sind Extremisten. Das möchte ich unterschreiben. Bin ich auch groß geworden auf jeden Fall. Also Extremisten und auf jeden Fall auch Kommunisten und Sozialisten. Ja, alles Kommunisten. Also alles links von der CDU waren Kommunisten. Linke halt auch. Und rechts von der CDU durfte es eigentlich nichts geben und die CSU war geduldet. Ja. Und die FDP war halt, das waren halt die letzten Prozent. Das waren halt die im gelben Polunder und hießen Genscheißer. Das war die FDP. Die machen Außenpolitik. Das reicht dann auch, ne? Ja, aber so sind wir groß geworden. Ja, genau. Wir haben das gleiche Elternhaus gehabt. Das ist wirklich gruselig manchmal macht wieder. Mir Angst, aber, apropos gruselig, ich habe mich sehr erschreckt, als mein Handy einen Alarm von sich gegeben hat zum Alarmtag, meine Liebe. Alarm. Wo warst du gerade, als der Alarm bei dir losging? Ich war im Büro und guckte nervös auf mein Handy, weil ich wusste, es ist doch 11 Uhr, es muss doch jetzt lang, du warst nicht vorbereitet. Ich war vorbereitet. Ach, natürlich warst du vorbereitet. Witzigerweise war es gerade kurz vor 11 und ich guckte, okay, dann geht es jetzt ja gleich auf. Es war eine Minute vor 11, als ich gerade zufällig aufs Handy guckte und dachte, okay, jetzt muss es doch gleich. Es sprang auf 11 und dachte, oh nee, ist nichts, passiert noch nichts, kam noch nichts. Und dachte, oh, na langsam wird es aber Zeit. Dann hörte ich aber dann irgendwann aus anderen Büroräumen auf einmal diesen Klingelton. Es dauerte keine 2-3 Sekunden. Dann ging auch meins gleich los. Dir, und dann war dieser Ton aber nicht mehr zu orten. Weil alle Handys ja diesen gleichen Alarmton haben. Ja, das ist natürlich gruselig auch ein bisschen. Ne? Und du bist in irgendwelchen Räumen, denkst, wo kommt denn dieser Ton her? Du hörst ihn aus allen Ecken, aber du kannst ihn nicht orten. Das hat man ja sehr, sehr selten bei Geräuschen. Weil als zigtausend Lautsprecher da waren, die das halt rausgegeben haben. Und eine Kollegin von mir hat sich richtig erschrocken gerade. Hat sie sich eingepullert? Ja, ein bisschen, ja.
In die Kaffeetasse. War sehr lecker, aber gut. Süß. Ja. Ich war zu Hause und habe gerade Netflix geguckt und habe mich da dann erschreckt. Ja, nee, ich habe Prime geguckt, The Rings of Power gucke ich gerade, die zweite Staffel. Oh, das muss ich doch machen. Ja, das ja. ist großartig, echt? Marvin. Ich freue mich drauf. Also wirklich Streaming-Tipp, meine Lieben. Ja. Meine Lieben, Mensch. Die Serie muss so wahnsinnig teuer gewesen sein. Das ist großartig. Aber eine gute Serie. Ich möchte nicht spoilern, als eine, ich liebe es. Sehr halt grad. Die, ne? Gut. Und du weißt Bescheid. Und natürlich, was ja noch Fun Fact zwischendurch, es gibt ja nach wie vor keine einzige funktionierende Sirene in Berlin, die diesen Job übernehmen könnte mit der Alarmfunktion des Handys. Es gibt keine einzige funktionierende Sirene in Berlin. Aber bei der Handydichte, sag ich mal, musste schon braucht man auch nicht. Also, das kriegst du mit auf jeden Fall. Ja, also du bist mitten im Grunewald und bist, selbst wenn du da bist, dann bist du da mindestens zu zweit am Cruisen. Also insofern. Und wann hast du das letzte Mal im Grunewald gecruised, Margot? Oh Gott, 10 Jahre. Ach, kann man da cruisen im Grunewald? Damals, vor 10 Jahren. Ja. Wobei mein Hausarzt hat mir gestern erst gerade gesagt, dass er da ab und zu öfter unterwegs ist. Ach, dein Hausarzt, der bumst im Grunewald? Ja, oder im Euler. Ist ja letztendlich dasselbe, nur anders. Nur anders. Ja. Das eine hat halt mehr Feuchtigkeit und mehr Wärme, das andere ist eine Sauna. Boiler. ja, schön, ja. Margot. Ich weiß der gar Boiler nicht, was meine. Das ist eine Herrensauna für unsere Zuhörer und Zuschaulinge. Genau. Dann, wir sind gerade bei Zukunftsdingen gewesen, wie die Technik des des Alarmtages. Wo willst denn du jetzt hin? Ich möchte jetzt gerne zu einer Chipfabrik. Was du in deinen Unterlagen nicht drin zu stehen hast, weil ja, du es stimmt. Nicht notiert aber hast. Chips, ja, ich habe doch, ich habe mir Chips aufgeschrieben. Chipfabrik, du hast dir Chips aufgeschrieben. Ja. Toll. Du sollst jetzt nicht essen, du sollst. Also, Intel, kennst du? Ja, natürlich. Ja, genau. Das ist ein Chip. Hat ja in Magdeburg den ganz großen Plan, eine große Chipfabrik zu erstellen. Ja, und die waren alle schon total glücklich, weil es schafft Arbeitsplätze. 30 Milliarden und nur 10 kommen davon vom Staat. Ja. Und jetzt hat Intel gesagt, oh, uns geht es wirtschaftlich gerade nicht so gut, wir machen mal den VW unter den Chips. Und das wird jetzt erstmal, wir legen die Pläne auf Eis. Also aber 2 Jahre krass, Minimum. Oder? Und weil sie nämlich verschlafen haben, Chips herzustellen, die KI-tauglich sind. Wo ich mir so denke, wie kann denn sowas passieren? Also jeder von uns kennt Intel. Also wir sind, Intel ist einer der größten Chips-Hersteller. Damals der Intel-Prozessor, das war eine Revolution. Ja. Und dann gab es Intel 2 und 3 und 4, keine Ahnung. Was Pentium was es alles gab. Auch schöne Erinnerungen. Und jetzt, die haben es verpennt. Merkwürdig, oder? Also das Schöne ist, es ist mal keine deutsche Firma, glaube ich, die es verpennt hat. Auch mal gutes aber Zeichen. Vielleicht war der Manager von Intel ja vorher bei der Deutschen Bahn, Margot. Ja, und bei VW. Und bei VW. Was macht eigentlich Maedon gerade? Oder bei Wirecard vielleicht, ja. Wirecard? Ja? Nee, dann wäre es ja ein Riesenskandal geworden. Also schade für den Raum Magdeburg natürlich, aber es gab natürlich auch schon ganz, ganz viele Petitionen und dass das natürlich schlimm ist, wenn da das gebaut wird, weil da irgendwie die Natur kaputt geht. Ja. Das hast du halt oft, wenn du irgendwo eine Fabrik hinsetzt, die wird ja selten auf ein Haus draufgesetzt, was schon da ist. Ist natürlich Naturschutzgebiet aber auch gewesen, wo die bauen wollten. Ja, also Naturschutzgebiet, sag mal. Und da wäre eine riesige Müllhalde, Mülldeponie entstanden. Wie sprichst du über Magdeburg? Hör mal, also sag mal. Tut mir leid, ich liebe Magdeburg, aber ich möchte nicht unbedingt sehr oft da sein. Also, alles klar. Also Magdeburg, schade jetzt für diese Stadt, das muss man wirklich sagen. Jetzt werden Hab ich das gerade gesagt oder gedacht? Du hast beides getan. 10 Milliarden Euro werden jetzt ja frei, weil der Staat muss das jetzt ja nicht mehr erstmal in diese Chipfabrik stecken. Ja. Da sind doch alle Schulden jetzt erstmal weg, oder? Naja, nicht alle Schulden. Ich sag mal so, der Habeck hat gesagt, das ist ja aus dem Klimafonds. Und Zukunft und Technologie und Klimafonds. Und dann investieren wir das jetzt in andere Klimafonds. Naja, dann bitte gerne, mach. Und da hat der Christian gesagt, nein, damit stopfen wir erstmal Haushaltslöcher. Ja, aber ist das denn möglich? Also, ne, Klimafonds ist doch eigentlich, das war doch schon mal das ganze Thema, dass sie aus dem Klimafonds Dinge benutzt haben und dann waren die doch nicht verfügbar. Das Schöne ist, Christian Lindner hat das sofort bei X, the platform formerly known as Twitter, gepostet. Achso, ich habe X verstanden. X. Ja. Und während Habeck und Scholz gesagt haben, was mit dem Geld passiert, werden wir erst einmal intern im Kabinett miteinander bereden. Hat nicht funktioniert. Christian Lindner war wieder schneller und ich glaube, so arbeitet Christian Lindner aber auch einfach mal. Er macht nicht Politik am Tisch, er macht Politik über die Medien. Ja. Das ist halt sehr unangenehm. Margot, das Schöne ist ja, meine Liebe,
Nur noch ein Jahr und dann sind wir den los, den Rentner. Ja. Da müssen wir den nicht mehr ertragen. Nein, das ist richtig. Und ich verspreche es dir in die Hand, er kommt auch nicht mehr wieder. Nee, der ist wirklich weg vom Fenster. Das Ärgerliche ist, er nimmt die FDP mit ins Grab. Das sage ich dir wirklich. Aber dafür haben wir Volt. Wir haben dann Volt, was die neue liberale Partei im Parlament werden wird. So, Margot. Vorhersagung, ja. Das wird allerdings nicht nächstes Jahr, das glaube ich, das wird erst noch 10, 14 Jahre dauern. Lass das mal 29 sein. Ja, genau. Okay, gut. Dann, Feuer. Oh. Der Schock des Monats. Die arme Carola. Ja, also wir sprachen gerade von Zukunftstechnologien und das absolute Gegenteil von Zukunftstechnologie ist die Carola-Brücke bei Dresden. Ich lange nicht, dass die Carola-Brücke heißt. Ja. Süßer Name auch, muss ich sagen. Eingestürzt wegen Materialschwäche. Man weiß es noch man nicht. Weiß es ist die nicht erste, genau. Ich glaube, es ist die erste Stahlbetonbrücke in der DDR und da wusste man, man hat noch ein bisschen experimentiert und man wusste ein paar Dinge noch nicht. Zum Beispiel, dass in den Stahlbeton auch Wasser und Salz reinkommen kann, dass das dann innen drin auch korrodieren kann halt. Mhm. Und wahrscheinlich war es dann, wie du gerade gesagt hast, Materialermüdung, war aus dem Nichts heraus, zum Glück war niemand und gar nichts gerade drauf, ein paar Minuten zuvor fuhr eine Straßenbahn drüber, es war nachts immerhin, ist das Ding plötzlich eingekracht. Und es sieht so absurd aus, wenn man die Bilder gesehen hat, also sowas sieht man ja selten, dass so eine Brücke so in der Mitte einknickt und dann so halb im Wasser ist. Ist weg. Sehr irreal sieht es aus, wie aus einem Katastrophenfilm mit CGI generiert, aber nein, es war echt. Und aber vom halben Dreivierteljahr, da gab es dann noch die Meldung, dass sowieso viele Brücken in Deutschland marode sind und irgendwie mal so generell überholt werden müssten. Die Brücke übrigens wäre nächstes Jahr dran gewesen. Wäre nächstes Jahr. Schade. Gut, ist natürlich jetzt blöd, wenn die Flut gerade ja auch existiert, rüberschwappt zu uns. Ganz, ganz großes, riesiges Regengebiet gerade, was da irgendwie in Südosten, also alles, was südlich, östlich von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Co. irgendwie ist, unter Wasser setzt. Und zwar richtig unter Wasser setzt. Eine Jahrhundertflut, wobei in einigen Orten schon gesagt wird, Jahrhundertflut hatten wir gerade erst vor ein paar Jahren. Man nennt es deshalb gleich Jahrtausendflut. Jahrtausendflut nennen sie das in Polen oder Tschechien. Also da ist es ja ganz schön. Da haben sie es Jahrtausendflut tatsächlich genannt, was ich wirklich sehr bedrohlich finde. Tatsächlich. Jemand anders hat gesagt, wir sollten nicht immer von Jahrhundertenfluten sprechen, sondern von dem Jahrhundert der Fluten. Ja. Das wäre vielleicht eher mittlerweile die Ansage. Ja, wir werden wahrscheinlich jedes Jahr jetzt über Flut sprechen. Ja. Ärgerlich, weil die Flut kommt natürlich in Deutschland jetzt ein Jahr zu früh, weil Bundestagswahl ist erst nächstes Jahr. Also meinst du wegen der Gummistiefeltermine? Ja, wir müssen natürlich Merz, Söder, Habeck, Scholz, die alle müssen ja wieder in Gummistiefeln irgendwo stehen. Ja, Lindner übrigens nicht. Machen die? Ach, das macht er nicht. Nee, der hat ein Flugzeug. Ach, der hat ein Flugzeug. Der fliegt drüber. Fliegt drüber. Ich sag dir, auch nächstes Jahr wird es ganz, ganz sicher Ende Sommers eine Flut geben, meine Liebe. Und dann gibt es Gummistiefel. Das ist mir auch schon überlegt. Gummistiefeltermine. Ist dann halt woanders, ist dann vielleicht wieder Baden-Württemberg dran. Oder Oderbruch hatten wir auch schon lange keine Flut mehr gehabt. Mal gucken, wo es dann der Fall sein wird. Und nochmal, liebe Margot, sage ich dir, wie schön, dass wir in Berlin wohnen und uns das alles nicht großartig tangiert. Das ist jetzt gemeint von mir. Ja, mir tun die Leute wirklich leid. Ja, natürlich. Die einfach über Jahrzehnte hinweg hätte man was machen können und über Jahrzehnte hinweg hat die Politik halt schlicht und einfach verbockt. Und zugleich muss man auch sagen, über Jahrzehnte hinweg haben sich diese Leute diese Politik aber auch gewählt. Also muss man auch ehrlich sein. Ja. Es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Natürlich nicht alle, aber ja. Großes Problem ist ja auch die Begradigung von Flüssen, wissen wir ja alle. Ja. Und dass das Wasser halt einfach nicht ausweichen kann. Aber es werden ja mittlerweile auch Stellen wieder renaturiert, wo dann so Auenlandschaften entstehen. Und dann das schön, wenn das öfter passieren würde jetzt einfach mal. Aber auch das ist einfach ja auch lange nicht passiert. Müssen wir mal drauf achten. Ja. Jedenfalls, die Flutwelle geht jetzt Richtung Dresden und es gibt jetzt diesen Rückstau und deshalb musste diese Brücke wahnsinnig schnell abgetragen werden, weil wenn sie dann noch zu größeren Teilen im Wasser gelegen hätte, hätte es einen größeren Rückstau und dann garantiert eine Überschwemmung von Dresden gegeben. Ja. Das muss man verhindern. Jetzt gibt es zwar einen kleinen Rückstau noch, aber halt bei weitem nicht so groß. Wir werden die nächsten 48 Stunden wie gebannt erleben. Wir wissen nämlich noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ihr wisst es hingegen schon. Stimmt. Ja. Also das ist natürlich auch aufregend. Aufregend, ja, total aufregend. Da ist ja unser Podcast ein Blick in die Vergangenheit. Ja. Ja. Und dann können wir gucken, hatte ich recht oder du oder nein oder weiß man es nicht. Du wirst wahrscheinlich recht gehabt haben, Margot. Lass uns ins Ausland gehen. Ja, nach Bayern. Ja, genau, die Söderin. Die Söderin, pass auf, Margot. Und die ist ja wirklich auch eine Fashionista. Ja. Die Söderin. Mhm. Und die Söderin hat sich gedacht, sie probiert mal so einen ganz neuen Look aus. Wow. Nachdem sie den gesamten Sommer über natürlich auf Instagram gegessen hat.
Ja, und immer, auf TikTok ja, auch. Auf TikTok gegessen. Und jetzt hat sie einen ganz neuen Look ausprobiert, weil sie trägt jetzt Goatee. Ja. Das ist das schwule Wort für so ein, wie nennt man das normalerweise? Heißt das immer Goatee? Nee, mir fallen jetzt nur ganz schlimme Begriffe ein. Darf so was mit sagen? Muschi? Ja. Muschi-Kitzler? Gesichtsmuschi. Nee. Was ist das? Ist ganz schlimm. Gesichtsmuschi? Ja, das habe ich noch nie gehört. Ja, aber hat er eigentlich einen Hanky-Coat und lutscht gerne Schwänze? Weil da wäre es doch das perfekte Stück für ihn. So eine Gesichtsmuschi und dann immer rein. Weil, nee, aber vielleicht gibt es ja auch einen Hanky-Coat für so Goatees. Für Goatees? Na, guck mal später mal. Die Söderin, das Lustige ist ja, ich meine, normalerweise verändert der so ein Bart ein Gesicht sehr stark. Die Söderin sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Ja, es hat mich allerdings so ein bisschen, wir sind ja beide ganz große Trekkies. Ja. Und wir lieben ja Star Trek und in der Alt, da gibt es ein Paralleluniversum, da sind immer alle böse. Ja. Und Mr. Spock. Mr. Spock im Spiegeluniversum trägt genau den gleichen Bart und sieht irgendwie aus wie Söder. Ja, oder andersrum. Aber jetzt mal gucken. Ist die Frage, vielleicht ist das ja ein Spiegeluniversum, vielleicht hat sich da jetzt ja irgendwie eine Spalte aufgetan und wir kriegen das Gegenteil vom aktuellen Söder, dann wäre es aber ein guter. Dann wäre es ein guter. Dann ist der Weltfrieden nicht mehr weit. Dann wäre sozusagen der Mahatma Gandhi der CSU sozusagen. Oder? Ja. Okay, ja. Ja, warten wir mal ab, wie das so weitergeht. Ja. Deshalb hat er jetzt auch dem Merz die Kanzlerkandidatur gelassen. Weil das ist der Spiegel Söder. Ja, also er hat ja den Merz ja praktisch fast, also intellektuell schon fast umarmt. Sonst umarmt er ja nur Bäume, wenn es gerade passt. Normalerweise. Aber jetzt hat er den Merz praktisch umarmt. Margot, wir müssen das weiter beobachten. Einer Sache auf der Spur. Oh, ich auch. Wenn ich eines Tages mal mit so einem Bart, dann weißt du Bescheid. Spiegeluniversum. Margot, du trägst doch gerne Bart, meine Liebe. Ich kenne ja kaum jemanden, der einen stärkeren Bartwuchs hat als du, Margot. Ich meine, also du rasierst dich, glaube ich, alle drei Wochen mal. Ich beneide dich ja um deinen nicht vorhandenen Bartwuchs. Das ist wirklich, das ist immer sehr schön bei den Gmilfs, wenn wir uns schminken und mittlerweile wird es immer deutlicher, dass alle mich dafür hassen. Ja. Das ist dann so, also alle stehen sich stundenlang irgendwie vor dem Spiegel, rasieren sich und Margot nimmt mal kurz eine Pinzette, zieht sich ein Härchen raus, sagt, bin fertig mit Rasieren. Ich hasse dich dafür, Margot. Ja, das ist halt so. Aber ich habe einen Bartwuchs, aber ich habe wirklich mal überlegt, ob ich mir sowas mal weglasern lassen könnte, aber ich habe halt zu helle Haare dafür. Ja, weil die Haare müssen dunkel sein beim Lasern. Ja, stimmt. Und dummerweise sind sie nie richtig dunkel geworden, aber die ersten drei beginnen jetzt weiß zu werden. Aber so ist es einfach. Och, Margot, ja. Naja, gut. Das wundert mich. Ja, das kennst du von deinem Rücken. Also meine Rückenhaare wirklich, Margot, meine Liebe. Ja. Also ich muss wirklich sagen, also was auf meinen Schultern mittlerweile ein Wildwuchs ist. Jurassica ist ein Silberrücken. Sie ist ein Nebelberg, ein Bergnebel-Gorilla. Also sei vorsichtig, nicht, dass ich dir immer noch die Rolle des Alf abstreitig mache. Das Alf abstreitig? Streitig mache. Alfs Großvater. Alfs Großvater? Ja. Das ist auch nicht, obwohl Rackle Obmanek hat bestimmt auch Haare auf dem Rücken. Ja, die krümmt sie sich hoch, macht sich eine hübsche Frisur raus. Das ist das. Es gibt ja, wenn man Rackle Obmanek und Alf nebeneinander sieht, aufgrund des Gesichts und so, es ist wirklich kein Unterschied. Kein Unterschied, nein. Es ist schon wirklich sehr. Kennst du die Folge von Alf, wo Rackle Obmanek, wo die aus Kartoffelbrei Alf nachmaut? Ja, und dann ins Fernsehen damit kommt. Ja. Gut. Ganz schrecklich. Also eigentlich tut sie einem auch richtig leid in der Folge. Ja, schon. Sie ist ja eine ganz liebe eigentlich. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil nämlich ich habe neulich mit meinem Trainer Schuschu über Alf gesprochen, weil ich erzählt habe, dass du Alf spielen wirst bald in meinen Songs. Und der ist halt 34. Der kennt Alf nicht mehr. Oh Gott, ja. Und ich denke mir so, wie kann man denn bitte Alf nicht geguckt haben früher? Und der meinte, ja, es lief halt auf Kabel 1, das hat er nicht geguckt. Was auf Kabel 1 ist, es lief auf dem ZDF. Die auf dem ZDF immer jeden Dienstag zwei Folgen am Stück abends. Die sind so alt. Ja, ich weiß. Das ist furchtbar. Ja, ich habe ja noch die Golden Girls im, war das ZDF oder ARD, 23 ZDF, Uhr gesehen. Ja. Das ist ganz schrecklich. Ja. Ach, lass uns nach Ungarn wechseln, Margot. Bitte, gerne. Und dann, oh, da habe ich was. Oh. Mm. Ich brauche dafür Lipgloss auf jeden Fall. Erzähl schon bitte. Mal. Es also, geht um einen Pfarrer. Gergo Bese, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Das ist praktisch Orbans Haus- und Hofpfarrer. Ne? Mhm. Also ein, Pfarrer. So. Der am lautstärksten queerfeindliche Parolen von sich gegeben hat und auch bei der queerfeindlichen Kampagne ordentlich mitgewirkt hat. Mhm. Jetzt rate mal,
was rausgekommen ist durch interne Papiere. Die Klemmschwester natürlich. Der knallt Jungs. Ja. Das, ja. So sieht's aus, ja. Richtig. Eine Schwuchtel vor dem Herrn ist natürlich irgendwie einerseits schrecklich, andererseits großartig. Aber es ist bestätigt wieder, dass die Homophobsten selber Homo sind. Selber Homo sind. Das ist wirklich der Fall, Margot. Und ich, man sagt ja immer so, ja, das ist aber so ein Klischee. Nee, das wird wirklich so sein. Ne? Er führt ein schwules Privatleben. Ja. Er hat einen Lebensgefährten. Oh, ja. Das ist wirklich, also wie macht man denn sowas? Wie verbindet man denn das miteinander? Ich verstehe es nicht so genau. Den homophob zu sein und dann nach Hause zu kommen und dann sagt der Gatte dann so, oh, schön, dass du da bist. Na, hast du heute wieder Homos stigmatisiert von der Kanzel? Oder ich habe irgendwie so, ich glaube, einfach so eine Menschen, das ist wirklich Küchentischpsychologie, meine Liebe. Da sind wir ja ganz groß. Da sind wir ganz groß. Das kennen wir. Aber tolle Meldung, finde ich. Mal gucken, was er jetzt macht. Ich glaube, der ist raus. Der ist raus. Es gibt ja ohnehin, also kennst du auch diesen einen deutschen schwulen Pfarrer, den wir damals alle ganz toll fanden, weil er die katholische Kirche mit ihrer Homophobie und zugleich ihre Homosexualität veröffentlicht hat? Thebats van Elst? Nein, über den wir eigentlich nicht mehr reden wollen. Ich sag mal, der Lord Voldemort der katholischen Kirche ist das ja mittlerweile schon praktisch gewesen. Wer denn? Ja, es war Margot. Komme ich auch nicht mehr drauf. Berger hieß der, glaube ich. Berger hieß der. Ja. Ach, I. Ja, ach, ja, der, ja. David Berger. Ja, Fuiba. Oh, Fuiba. Nicht schön. Nein, nicht schön. Okay. Ach Gott, ich weiß Dinge über den. Ach, es ist alles nicht schön. Oh, was weißt du denn über den? Nichts, glaube ich. Das ist alles schwierig. Das ist alles schwierig. Aber auch was Sexuelles? Natürlich. Vieles. Oh. Ja, ich kenne halt Gott und die Welt. Ja, Margot, du bist ja bekannt wie ein bunter Hund. Natürlich. Und du bist ja auf du mit den wichtigen Menschen dieser Welt. In diesem Fall waren es nicht die wichtigen Menschen, aber es waren die richtigen Menschen. Die haben mir Dinge auch über ihn erzählt. Und witzigerweise halt aus unterschiedlichsten Quellen. Oh. Ja. Margot, ich bin natürlich... Werde ich darüber auch berichten können. Aktuell ist das keine Phase, in der ich das berichten kann. Okay, ich bin ja gar nicht neugierig. Nein. Deshalb frage ich dich hier einfach jetzt gar nicht weiter und warte, bis die Aufzeichnung fertig ist. Ja, frag mich dich klar. Okay, gut, verstehe. Lass uns zu der David Berger der amerikanischen Politik praktisch. Ich bin sicher, er wird das als Kompliment sogar sehen. Ja, ich meine, also er ist auch ein großer Viktor Orban-Fan. Ne? Ja, und er ist auch in die AfD eingetreten. Also nicht Trump, sondern katholische Priester. Ja. Muss man sich auch vorstellen. Ja. Also es geht um Donald Trump. Kamala Harris. Die immer häufiger im Fernsehen Camilla Harris ausgesprochen wird. Ist das so? Ja, fällt mir immer stärker auf. Kamala Harris. Ja. Okay, die beiden hatten ja ein wunderbares Fernsehduell gehabt. Ja, ich habe auch nur die Berichterstattung darüber gesehen, das ganze Duell, weil das trägt ja kein Schwein. Nein. Margot. Sie hat sehr viel gelacht über seine Aussagen, weil da war ja wirklich teilweise wirklich ganz viel Schlimmes und schwachsinniges Zeug mit dabei. Haustieren. Irgendwann hat sie halt dann erzählt von wegen, also Donald Trump, die Leute verlassen seine Auftritte, weil es langweilig ist, weil sie sich langweilen, da kommt nichts weiter und sie finden ihn dumm, keine Ahnung was. Und da hat sie ihn wohl irgendwo am Ego oder am Schlawitzel gepackt, weil dann fing er an, plötzlich völlig durchzudrehen. Ja. Und dann erzählte er Dinge, woraufhin sie auch nur mit Lachen reagieren konnte Gesichtsausdrücken. Meint er das ernst? Was erzählt er gerade? Ja. Man konnte in ihrem Gesicht wahnsinnig viel lesen. Und ich meine, es ist schon witzig, wenn ein verurteilter Straftäter mit einer Staatsanwältin in einem Rededuell steht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man hat ja auch im Nachhinein gehört, Kamala Harris hat sich ja irgendwie eine Woche in ein Hotel eingemietet mit ihren Mitarbeitenden und hat dieses Duell. Die haben in einem Konferenzraum nicht nur das Bühnenbild nachgebaut, sondern auch die Beleuchtung nachgebaut. Und um wirklich so eine Situation zu schaffen, dass sie genau weiß, wie das Licht schon sein wird und dass sie genau weiß, wohin sie gucken muss und so. Hat das wirklich durchgeprobt bis zum Getner. Und ich finde, das hat man total gemerkt, weil die wirkte sowas von selbstsicher. Sie war sehr selbstsicher. Sie war so richtig da. Und Donald Trump war ein verwirrter alter Mann. Ja, und Donald Trump, den musste ja offensichtlich nur 2-3 Mal irgendwie so ein bisschen necken und dann dreht er ja wirklich völlig durch. Und dann dreht er auch auf und das ist ja das, was er eigentlich offensichtlich auch erreichen wollte, dass er hat völlig durchgeschossene Dinge erzählt, dass nämlich die Flüchtlinge aus Haiti angeblich in Springfield Haustiere der Nachbarinnen und Nachbarn essen. They're eating the cats, they're eating the dogs, they're eating the pets of the Springfield people. Und mittlerweile ist es ja...
Das macht mir Angst. Ich habe mittlerweile ist es ja das beste Meme des Monats geworden. Es gibt ja mittlerweile so Musik. Ganz viele Leute haben dann ein Bilder von sich mit ihren Haustieren gezeigt und dann so ich und mein Essen oder ich mein Lunch irgendwie so Lunchtime. Taylor Swift auch. Ja, Taylor Swift auch, ja. Und sie hat, Taylor Swift, müssen wir auch gleich drüber reden, die hat ja dann gleich auch gesagt und gepostet bei Instagram, dass sie Kamala Harris wählen wird und unterstützen wird. Haben wir alle drauf gewartet. Genau. Und kurz zuvor hat ja Donald Trump noch Fake-Bilder von ihr verbreitet, wo sie zu sehen ist, dass sie ihn unterstützen würde. Jetzt hat sie das Gegenteil gebracht. Und was hat Donald Trump da drauf dann gepostet? Er hat auf Truth Social hat er dann den Satz gepostet, I hate Taylor Swift. Ja. Also ich finde Donald Trump, das ist halt ein Weltpolitiker. Das ist, weißt du, der hat immer den richtigen Ton zur richtigen Zeit. Immer zurückhaltend, ist ein toller Mann, ein bedachter Politiker. Und jetzt gibt es in Deutschland dazu auch noch das Pendant zu Taylor Swift. Ja. Hat sich auch politisch hier, wer kann das in Deutschland sein? Gina-Lisa Lohfink. Nicht ganz. Nein, muss schon, Gina-Lisa singt. Bestimmt, doch, die macht schon so. Die deutsche Musikikone. Helene Fischer. Fast. Heino. Heino hat sich jetzt hingestellt. Ja, mach und stopp ruhig. Ich kann den Podcast auch alleine machen. An der spannendsten Stelle hustet sie mir rein. Jetzt kommen wir weiter. Heino hat sich hingestellt und hat erzählt, dass er sich für Deutschland, er wünscht sich einen deutschen Trump. Er hat mit vielen Amerikanern gesprochen, die alle Trump wählen und er wünscht sich einen deutschen Trump. Hast du das Video gesehen, Margot? Ja, ich habe es gesehen. Das ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Seitdem Hannelore tot ist, dreht der Mann frei. Ach so. Ja, das kann natürlich sein. Ja, ich glaube, Hannelore hätte ihm gesagt, bist du bescheuert, dich da zu äußern? Das lässt er mal schön drauf bleiben. Wie kanntest du die Hannelore, ne? Persönlich? Nein. Nein, das wäre mir neu. Ich dachte mal, die kanntest du. Nein. Okay, gut. Wie kommst du drauf? Weil du immer so alte Leute kennst. Da ist doch so. Ach, deshalb bist du hier. Ja, deshalb sind wir so gut befreundet, Margot, meine Liebe. Ja. Wie dieser Heino, der sitzt ja auch in so einem Alpenpanorama in der Natur. Ich meine, der Mann ist, glaube ich, 175 Jahre alt. Ungefähr, ja. Und es ist natürlich klar, dass der jetzt so ein Statement, er hat ja auch gesagt, er hat nie ein politisches Statement von sich gegeben, aber jetzt ist es an der Zeit, dass er jetzt mal was sagen muss. Ja, wirklich. So. Wenn es jetzt an der Zeit ist, sich auf die Seite von Populisten und von durchgeknallten, gestörten Leuten und sich solche Leute für Deutschland zu wünschen. Aber wie war der Text nochmal? Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich. Das ist ja auch, der Song ist aus den 70ern wahrscheinlich oder so. Ne? Aber der hängt ihm ja auch nach. Ja. Aber man muss einfach mal sagen, dieser Songtext beschreibt ihn einfach mal wirklich. Er ist schwarzbraun. Er wünscht nämlich Merz und Söder viel Erfolg und wünscht sich einen deutschen Trump. Der durchgreift. Da hat er noch gesagt, weil er sieht das nicht ein, dass man jetzt hier in Deutschland abgestochen wird. Hat er gesagt in dem Video noch. Das habe ich nicht mehr gesehen. Heino, jetzt komm, setz noch einen drauf. Also ein Messerstecher-Argument war natürlich auch mit dabei. Natürlich, und ich denke so, natürlich, Heino, ja klar. Und wir wissen ja, wenn Friedrich Merz an die Macht kommt oder Söder, dann sind Messerstecher sofort, also die sind alle weg. Dann ist alle das alles weg. Das ist ja das Absurde. Die kommen dann an die Macht und dann geht es mit den Messerstechereien ja weiter. Weg. Das Problem das Problem ist ja nicht beseitigt. Naja, gut. Ja, das wissen wir, Margot. Aber vielleicht, gibt was anderes sehr, sehr Spannendes. Ich gehe jetzt in den Libanon und die Nachricht kam gerade kurz bevor du erst zu uns gekommen Breaking News sozusagen, Margot. Wir müssen jetzt praktisch unten einblenden in der roten Banderole. Wie sieht rot eigentlich in schwarz-weiß aus? Grau. Grau, okay. Ja. Ach Mensch, wer hätte das gedacht? Ja. Also ich hätte es gerne eingeblendet jetzt. Hunderte bzw. Tausende, man ist sich noch nicht ganz sicher, Pager sind ziemlich zeitgleich explodiert im Libanon. Das finde ich also wirklich. Und haben zu diesem Zeitpunkt mindestens 8 Leute getötet, viele, viele Leute verletzt und ganz, ganz stark betroffen hat es Leute von der Hisbollah, weshalb jetzt die Vermutung im Raum steht, dass das der israelische Geheimdienst oder Israel, der Mossad oder der Geheimdienst, wer auch immer, gemacht hat oder initiiert hat, weil die Geräte wurden wohl irgendwie relativ zeitnah alle Reparatur oder Austausch von Fehlern, wurden sie ausgetauscht, alle. Ich finde also, dass überhaupt so ein Pager explodieren kann, also das finde ich, also
besonders Pager, wer benutzt ja, das Pager? Ist was, na, offensichtlich viele, ja. Ja. Aber dann halt auch, ich muss heute unbedingt Tagesthemen gucken nachher, ja, bitte, weil da wird bestimmt ja auch besprochen das werden. Wird, guckst du nicht heute schon, weil die haben Erklärraum. Ja, Margot, aber soll ich dir was sagen? Seitdem das neue Studio haben beim Heute-Journal, wird der Erklärraum nicht mehr so oft benutzt und da bin ich sehr enttäuscht. Ja, der war teuer. Sehr hast enttäuscht. Du nicht erzählt, dass die Tagesthemen ein neues Studio bekommen? Wann ist denn das so? Weil die haben immer noch das alte. Musst du Ingo Zamperoni fragen? Weiß ich doch nicht. Ich sehe es jetzt immer am Anfangssequenz, sehe ich ja immer die komplette Leinwand hinten. Keine LED-Leinwand von Taylor Swift, obwohl die könnten sich jetzt gerade ausleihen. Die ist ja gerade nicht in Adele. Benutzung. Adele, Entschuldigung. Taylor Swift hat bestimmt auch eine zu Hause in der Küche. Ja, natürlich. Das ganze Haus besteht aus LEDs. Und nur mit Bildern von Adele, sich selbst. Adele. Okay, also die LED-Leinwand von Heino könnte sich wieder ausleihen. Der hat auf jeden Fall einen Super 8-Projektor. Aber ich sehe hinten diese Beamer-Projektionsfläche. Ja. Du siehst wirklich, wie schwach die an den Schnittstellen sind. Du, ich sag dir doch, wir müssen einfach mehr Rundfunkgebühren zahlen, damit endlich das Tagesschau-Studio neu gemacht werden kann. Ja. Also, ja, das wäre es dann mal wirklich, wirklich wert. Also, eine ganz, ganz spannende Geschichte, was da im Libanon da gerade abgeht. Wir bleiben dran. Was da passiert. Lass uns, ich habe es heute, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Global gesehen, es war der heißeste Sommer seit Messung. Margot, willst du mich nicht erstmal überraschen? Oh, Entschuldigung, Venezuela. Ich habe das weltweite vorgezogen. Okay, das lassen wir weg. Ich möchte dich gerne überraschen, Jurassic. Ja. Entschuldigung. Du, pass auf, Jurassica? Ja? Darf ich dich mal überraschen? Gerne, Margot. Margot überrascht Jurassica. Die Überraschung kommt ganz unverhofft. Und Jurassica ist überrascht. Surprise, surprise, surprise. Auf einmal ist der Sonnenklar. Dein Leben lang davon geträumt, aber heute werden Wünsche wahr. Wir gehen nach Venezuela. Oh. Ja. Präsident heißt Maduro. Und der will mit drastischen Mitteln von den drängenden Problemen seines Landes ablenken. Und das macht man wie am besten? Sex. Ja, könnte eventuell auch damit zusammenhängen, weiß ich nicht. Ja, doch, kann sein. Er greift dazu einen ganz, ganz drastischen Mittel in diesem Jahr, was er schon mal 2020 und schon 2021 gemacht hat. Weihnachten wird auf den 1. Oktober vorverlegt. Ach, das weiß ich schon. Ach so. Da bin ich jetzt gerade gar nicht überrascht. Ach Mensch. Ja, das weiß ich schon. Aber soll ich so tun, als ob ich jetzt überrascht bin? Jetzt Pass das nochmal ganz kurz. Okay. Aber du lässt es natürlich drin. Ne? Ja, ja, so, ja, klar. Und wie macht man es am besten? Indem man das macht, was er schon 2020 und 2021 gemacht hat. Was denn? Weihnachten wird auf den 1. Oktober vorverlegt. Was? Ja. Das kann nicht sein. Doch. Wirklich, man kann doch nicht einfach Weihnachten vorverlegen. Du musst überrascht sein. Ach so, okay, warte. Warte mal. Du, Weihnachten wird auf den 1. Oktober vorverlegt. Was? Du, jetzt bin ich aber überrascht, Margot. Das geht ja mit der Überraschung. Du, ich habe eine tolle Info aus dem Globus. Es war der wärmste Sommer seit Messung der Wetteraufzeichnung. Machen wir gleich weiter. Mit alles klar, Margot, super. Dann, ich möchte diesen Planeten gerne verlassen. Okay, dann verlassen wir den Planeten und es ist die erste private Rakete in den Weltraum gestartet mit zwei Privatpersonen und mit zwei WissenschaftlerInnen an Bord, bin ich der Meinung. Es waren jedenfalls Privatpersonen und das war das Sensationelle dabei. Von SpaceX finanziert. Die nicht ausgebildet worden sind als Doch, zwei Jahre waren die in Ausbildung. Die wurden ausgebildet? Die wurden zwei Jahre lang waren die in Vorbereitung. Ach so, auf jeden Fall. Ja. Das ist, ich glaube, niemand wird im Weltraum gelassen, ohne da so eine Schulung vorher zu machen. Ja, weiß ich nicht. Aber das Spannende ist ja, ich meine, William Shatner war ja auch schon mal irgendwie, naja gut, da streiten sich die Geister, weil so hoch war er ja gar nicht. Ja. Aber die waren richtig weit weg. Richtig weit weg, über 1000 Kilometer. So weit war man seit den Mondmissionen nicht mehr von der Erde entfernt. Und nagel mich jetzt nicht drauf fest, Margot. Ich nagel dich grundsätzlich nicht, da kannst du sicher sein. Um Gottes Willen. Es ist bitter, wirklich. Also, oh Gott, bitte. Also jedenfalls, aber ich glaube, die ISS, solange mit sie so noch... Mit Poppers kann ich gar nicht googeln. Also, mit Poppers googeln hört sich wirklich verführerisch an. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Ja. Wenn ihr, na egal. Die ISS ist, glaube ich, 300, 400, 500 Kilometer weit weg. Also viel, viel dichter an der Erde dran, als die Rakete geflogen ist. Ich glaube, die ist ganz nah dran, die ISS. Aber du guckst gerade so, als ob du es nicht weißt. Ich weiß es nicht. Ja, okay, gut. Ja, Punkt. Gut, wunderbar. Werden wir dann berichtigen später? Nee, wir haben ja nichts Falsches gesagt, insofern. Also du hast vielleicht was. Also du. Ja, ich habe was ich Falsches halte ja die gesagt. Klappe, wenn ich nichts die Klappe. Solltest du auch mal öfter machen. Die haben neue Raumanzüge getestet. Ja? Und diese Raumanzüge, die wurden halt durch einen Schlauch, wurden sie mit Sauerstoff und Kohle einem wichtigen versorgt. Aha.
diesem Raumanzug. Genau. Ja. Deshalb konnten diese Raumanzüge halt auch deutlich smarter aussehen, hatten nicht so einen dicken Rucksack hinten drauf. Das sahen ja sonst wie Michelin-Männchen immer eher aus. Ne? Und jetzt fanden die eher so ein bisschen Star-Trekig. Aber es gibt auch keine Luftschleuse. Luftschleuse. Ja, weil es wurde irgendwie Luft rausgesaugt. Also alle, und dann sind sie alle raus ins Weltall. Da hat es praktisch nirgendwo Luft gehabt, außer in diesen Anzügen offensichtlich. Ah. Dann haben die dann einen halben Tag verbracht und dann ging es wieder rein. Ja. Ja. Würdest du sowas mal ausprobieren? Auf gar keinen Fall. Echt nicht? Nee. Sag nicht, du hast Höhenangst, das merkst du auch nicht. Also natürlich, der Reiz ist unheimlich, wir haben darüber ja schon oft gesprochen, ja, ob wir es machen würden. Der Reiz ist unheimlich groß, aber ich glaube, ich hätte Angst, ich sterbe da. Ich habe die auf jeden Fall, lass uns weitermachen mit dem, ich bin durch. Dann würde ich sagen, Margot, wir klatschen jetzt gleich schön. Oh. Klatsch, Tratsch und andere Belanglosigkeiten. Margot. Jessica. Hallo. Hallo. Wir sind endlich bei meiner Lieblingskategorie angelangt. Ja, und ja. Klatschen. Wobei meine Lieblingskategorie ist ja Bett-Button-Bums-Geschichten, muss ich gestehen. Ja, nee, ich rede lieber über Promis. Okay. Ja. Okay, dann reden wir über Promis. Lass uns gleich mal mit zwei ganz, ganz großen Promis anfangen, die uns alle überrascht haben, nämlich Oasis. Ja. Ja. Margot, Oasis geht mir wahnsinnig am Arsch vorbei. Was ist denn passiert mit Oasis? Oasis haben sich wieder vereint, eine große Reunion von Oasis, die Band aus den 90ern. Die sind ja damals in den 90ern mit Wonderwall wahnsinnig berühmt geworden. Oh, Mensch. Britpop war damals ja sehr groß, Margot. Mm, ja. Kennst du noch einen anderen Hit von Oasis außer Ehrlich Wonderwall? Ehrlich gesagt, ich wollte dich gerade überhaupt nach einem Hit fragen, weil ich kenne gar keinen. Du kennst Wonderwall weil nicht? Weil die gehen mir nämlich auch für tierisch am Arsch vorbei. But maybe you're gonna be the one that saves me. But after all, you're my Wonderwall. Entweder singst du unglaublich scheiße ja, oder ich kenn's wirklich nicht. Ja. Also jedenfalls ist es geht mir völlig am Dings vorbei. Ja. 2025 gehen sie auf Tour. Freut euch, wenn ihr Fans von ihnen seid. Mich interessiert das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich habe Jurassic auch ehrlicherweise gefragt, von wegen, ist das was für ein Podcast oder findest du die genauso irrelevant wie ich? Irrelevant. Aber wir reden ja auch über irrelevant. Eben, ja, genau. Da, deshalb sind sie drin. Belanglosigkeiten. Ja, genau. Leider nicht irrelevant genug, um rauszufliegen. Aber gut, ja. Dann hast du ja, Margot, das größte Fernseh-Event des Jahres verpasst, hast es aktiv nicht geguckt. Ja, genau, wichtiger und größer als Olympia. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Weil das war das richtige Sport-Event. Das war das richtige Sport-Event. Also, ja. Erzähl's mir, was war's? Und zwar nämlich der große Revenge-Kampf. Von Stefan Raab gegen Regina Halmich. Ah, ja. Du bist eine echte Berlinerin. Revenge. 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 Nee, ich habe es auf Englisch ausgesprochen. Ah, Revenge. Alles klar. Revanche. Ja, Revanche. Revanche. So, Stefan Raab gegen Regina Halmich. Der letzte Zweikampf fand Anfang der 2000er statt. Also ja, wirklich schon lange, lange her. Und Margot, das Ganze, die ganze Sendung dauerte schon 2 Stunden, bevor überhaupt der Boxkampf angefangen hat. Ja. 2 Stunden um 22.15 Uhr ist Stefan Raab erst in die Arena eingelaufen. Ja, aber 22.15 hat RTL auch immer als Boxkampfzeit gehabt. Das ist nie das früher so? Los. Das ging nie früher los. Das ist immer erst zu spät. Und wegen der Kinder vermutlich. Ja, wegen der Kinder. Wegen der Kinder, Und davor waren die 2 Stunden eine einzige Lobhudelei auf Stefan Raab. Natürlich, ja klar. Stefan Raab, wie toll er war, was er alles für Deutschland und den Humor getan hat. Ach dann so. Kam Wegbegleitende zur Sprache, Thomas Gottschalk, Markus Lanz. Oh, alle haben über Stefan Raab, in den höchsten Tönen haben die den gelobt, in den O-Tönen. Und das war kaum zu ertragen, Margot, wirklich. Regina Halmich wurde ganz kurz in einem kleinen Einspieler auch angekündigt, aber die war eigentlich scheißegal. Ja, die stand dann eine halbe Stunde im Ring, habe ich gehört. Ja, die stand eine halbe Stunde im Ring. Stefan Raab, der Boxring an sich fuhr auch von der Arena-Decke runter, wurde so in die Arena reingehoben und dann kam eine riesige Treppe aus dem Dach herausgefahren. Ja, die längste Showtreppe. Ja, Göttinnen gleich Stefan Raab dann diese Treppe runter schritt. Dauerte ungelogen auch 4-5 Minuten, bis er endlich unter der Treppe war. Es war Feuerwerk, Pyrotechnik und ein Bohai. Und dann sage ich dir, Margot, der hat dann so einen weißen Kapuzenpulli und irgendwie so einen Jogginganzug angehabt. Und ich sag schon zu Klaus,
Der hat keine Plauze mehr. Ich verwette meinen ganzen Arsch drauf, der hat da drunter einen guten Body und der hat extra Sport gemacht. Natürlich, ja klar. Und dann zieht der sein Oberteil aus und steht da in so einem Boxer. Und Stefan Raab hatte den besten Körper seines Lebens, so gut sah er noch nie aus. Ja, hatte ja. Definitiv auch einen Spray-Tan drauf, der war sowas von braun. Also er sah eigentlich fast schon aus, sehr künstlich sah Stefan Raab aus. Wie so ein 60-jähriger Spätsportler. Genau, 58 ist er ja auch. Ja, ja. Hat also alles gegeben, optisch muss man ihm wirklich lassen. Der Kampf war dann doch relativ unspektakulär. Naja. Also 6 Runden à 2 Minuten und Stefan Raab war schon in der ersten Runde, war er schon eigentlich mit Schrank und Nerven fertig. Ja. Und er opperte sich eigentlich nur noch durch den Ring, wirklich. Also man hat die Geräusche förmlich. Es war wirklich toll, Klaus und ich, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass Stefan Raab wieder mal so richtig schön vermöbelt worden ist von Regina Halmich. Ja, das ist, sie hat ja 600.000 Euro dafür bekommen. Hat sie, ja? Ja, okay. Ja. Ich meine, 600.000 Euro, um Stefan Raab mal eins in die Fresse zu geben. Geil, würde ich auch gerne machen. Ja. Das wäre großartig. Ich befürchte nur, dazu wäre er zu gut trainiert. Ich glaube, er würde uns auch eins in die Fresse geben. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Aber ich meine, sie ist Vollprofi. Und von daher, der dachte sich auch von wegen, das Geld nehmen wir nochmal mit irgendwie. Und die ganzen Fans in der Arena, also wirklich, die haben ja wirklich Stefan Raab, die haben den vergöttert in dieser Arena. Also wo ich so denke, der Mann, der ist doch seit Jahren aus dem Geschäft raus. Ja, knapp 10 Jahre, glaube ich, ne? Ja, und man muss aber, was ich gut fand, was ich wirklich spannend fand, ist, der hatte sich ja vor diesem Boxkampf, in der ganzen Promophase und so, er hat ja sich nie gezeigt. Niemand wusste, wie er jetzt aussehen wird. Genau, so. Das fand ich PR-technisch wirklich sehr, also sehr gut. Also mit Maske, mit Fake-Maske und sowas. Ja, genau. Mit Fatsuit und sowas. Genau. Irgendjemand hat geschrieben von wegen, stell dir vor, du feierst nach 10 Jahren dein großes Comeback und das Einzige, was dir einfällt, ist ein Fatsuit. Wo ich dachte, oh ja, stimmt auch wiederum, ist ein bisschen sehr, von wegen, er hat was für den deutschen Humor getan. Ha, Dicke sind lustig. Ja, und er bekommt jetzt eine neue Sendung, hat er doch dann auch. Ja, und zwar exakt morgen, Mittwoch geht's morgen? Los. Ja, es geht gleich Mittwoch los. Wie, was macht er denn für eine Sendung? Verraten, heute ist Dienstag, der 17. September, und am 18. September geht's schon los. Was macht er denn für bei eine Sendung? Bei RTL Plus macht er eine Sendung. Bei RTL Plus? Ja, und zwar, wer kriegt die Million nicht. Das ist gerade ausgedacht. Nein, irgendwie sowas, so heißt es wirklich. Es geht um eine Million, man kann eine Million bei ihm gewinnen und wie er selber sagt, eine Person hat was dagegen. Er selbst. Und, also Schlag dem Raab nochmal neu gemacht. Ja, oder was? Wer wird Millionär ohne Günther Jauch? Und ich weiß nicht, was die werden wir uns nicht angucken. Aufgaben sind. Auf das ist jetzt, ist halt nicht, interessiert mich eh nicht wirklich. Ja, dann, also er ist wieder zurück, aber dafür muss jemand anders Platz machen. Ach, wer denn? Ja, Thomas Gottschalk hat dann in diesem Zusammenhang gleich deinen Abschied verkündet, er geht nicht mehr in die Medien. Er macht da nichts mehr. Hat er das nicht schon mal gesagt? Ja, hat er gesagt, er nimmt Abschied von Wetten. Also er hat gesagt, er kann nichts mehr machen, er macht nichts mehr, hört mit Wetten das auf und er will auch nicht mehr, um dann ja 3 Tage später bei RTL schon wieder oder bei ProSieben die nächste Sendung schon wieder zu machen. Er konnte ja nicht ohne, aber jetzt hat er gesagt, jetzt ist Schluss, er macht es nicht mehr. Was aber auch heißt, weil das ist noch nicht ein Jahr, glaube ich, her mit Wetten das, dass er wohl im letzten Jahr offensichtlich auch mit seinem neuen Format, was er da so bei RTL gemacht hat oder wo auch immer das halt war. Ja, der hat doch mit der Schöneberger und Günter Jauch hat er doch, denn sie wissen nicht, was passiert oder stimmt, irgendwie sowas gemacht. Das ist auch so eine absolute Gaga-Sendung. Ja. Da hat sich die Barbara Schöneberger auch keinen Gefallen mitgetan. Du weißt, ich liebe Barbara Schöneberger. Ja, wir lieben Barbara Schöneberger und ich finde auch Günter Jauch irgendwie sehr sympathisch. Mögen wir und auch toll. Sehr, mögen ja. Wir auch sehr. Und Thomas Gottschalk, na gut, die sind halt, Günter Jauch und Thomas Gottschalk sind halt wirklich seit Jahrhunderten miteinander befreundet. Weggefährten, meine alte Liebe. Weggefährten, die sind damals noch gemeinsam durch das geteilte Meer mit Moses gelaufen. Ja. Ach so, ist ja hochinteressant. Wir bleiben bei gestörten Persönlichkeiten. Ja, lass uns über Britney Spears sprechen, meine Liebe. Ja, also gerne. Und zwar, also ich bin ja Medienprofi, wie du weißt, ja. Margot. Und ich habe neulich, war ich wieder unterwegs und surfte so durch Britneys Instagram-Account und sah da ein Video und ich dachte mir schon, ich mache sofort meine Bildschirmaufnahme, weil das Video wird ganz, ganz sicher bald gelöscht werden. Und ich hatte recht, es ist nicht mehr verfügbar. Meine Lieben, ich werde es jetzt einen kurzen Ausschnitt einfach mal einspielen in dem Videopodcast, meine Liebe. Oder machen wir es auch in dem Audiopodcast? Nee, in dem Audiopodcast macht das keinen Sinn. Macht das keinen Sinn. The pictures and then go back over it with like, yeah, I just know why I'm talking about that or why I'm talking. Oh, it's because this Sabrina girl, she said my name on the red carpet and I thought that was kind of cool. Because I forget I'm famous sometimes. And mom, I'm kind of old, blah, blah. But I thought it was kind of cool. The Sabrina girl, Carpenter, she was like, she said something, but she said, I was like,
thanks, that's cool. She made me cool. Okay, maybe not. Und Britney Spears war richtig drauf. Ja. Die muss, also du hast es ja auch gesehen. Ich meine, sie erzählt irgendwas über die VMS. Weißt du, was die VMS sind eigentlich, Margot? Ja, und zwar die VMS ist die Weltmeister-Suppen. Richtig. Oder man sagt auch die MTV Video Music Awards, sagt man dazu auch. Das kenne ich natürlich. Ja. Und da erzählt sie irgendwas Wirres, wer da wen geküsst hat und dass irgendjemand sie gegrüßt hat und dass sie jetzt aber auch gerne Bilder malt und dann auf einmal nicht mehr weiß, was sie erzählen soll. Und sie ist aber auch eine Mutter. Also ganz wirres Zeug ja, mit riesigen Pupillen. Und ich dachte mir so, Britney, was ist da los? Also, das wurde dann gelöscht auch wieder. Und it's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Und say, free Britney from herself, kann ich einfach nur sagen. Da läuft gerade wieder was ganz, ganz falsch bei der armen Britney. Und Grüße gehen raus. Und gute Besserung vor allen Dingen. Der Aufreger des Monats. Oh, hast du das mitbekommen? Was denn? Noch so eine weirde Person. Weird ist irgendwie das Neue, ne? Das sagt man so bei richtig gestörten. Das ist so weird. Weird, ja. Weird, Donald Trump, weird, Britney Spears, weird. Weird. Und Thomas Gottschalk, weird. Und natürlich auch Luke Mockridge. Luke Mockridge. Oh, Luke Mockridge. Er war zu Gast in einem Podcast. Die Deutschen heißt der Podcast. Ja. Ich meine, das haben alle mitbekommen wahrscheinlich. Das haben alle mitbekommen und da wurden halt Witze über die Paralympics gemacht. Möchte ich jetzt alles wirklich höchst, es geht gar nicht. Also nee, und googelt einfach nicht, hört einfach nur zu. Es war ganz, ganz schrecklich, was er da gesagt hat. Es geht einfach wirklich gar nicht, was er getan hat. Und innerhalb kürzester Zeit, Persona non grata, seine neue Sendung bei Sat.1. In Sat.1. Entschuldigung, natürlich in Sat.1. Ja. Ist sofort wieder gecancelt worden. Ja. Das wäre jetzt doch mal Zeit für uns, dort eine Sendung zu übernehmen, oder? Ich möchte nicht in Sat.1. Da hast du eigentlich recht. Nein, nee, in Sat.1 Privatfernsehen ist der Feind, Marius. Hast du recht. Ja. Ah ja, ich muss vorsichtig, weil ich bin ja jetzt, wobei Vox ist ja nicht Privatfernsehen. Vox ist ja eigentlich auch nur, ist ein Spartenfernsehen. Ich bin ja. Bitte? Ich bin Vox. Vox ist Privatfernsehen. Ja, ist schon. Also, aber das ist so klein wiederum, da fällt gar nicht auf, was er da Vox macht. Ist ein riesengroßer Fernsehsender, Margot. Ich bin ja deshalb, am 17. November bei Vox. Zum Geburtstag deines Mannes. Ja, genau. Ja. Heißt es eigentlich bei Vox, in Vox oder auf Vox? Auf Vox. Auf Vox. Ich bin am. Oder bei Vox? 17. November. Auf Vox zu sehen, aber das ist auf Vox, würde ich sagen. Primetime. Du bist halt aber ein Primetime-Girl. Primetime-Girl. Ich werde das, mein Gott, allein was ich schon drüber rede, mein Auftritt ist so kurz, wenn er überhaupt drin ist. Nachher wird er rausgeschnitten. Aber ich habe Beweismaterial, immerhin. Ich würde es an deren Stelle rausschneiden, weil da sinken noch die Einschaltquoten sofort ins Bodenlose, nein, wenn man da, ja, ach komm. Ich habe tolles Off-Material. Kameragift bist du. Erzähl's mir doch nicht. Immerhin, ich habe Gildo Horn kennengelernt. Ich habe es sehr gemocht und sehr geliebt. Okay, gut. Also, Luke Mockridge haben wir, glaube ich, damit abgehakt. Müssen wir nichts weiter erzählen. Nein. Wir springen weiter zu auch einer anderen Opfergruppe, nämlich. Nein, Margot. Ich habe doch vorhin, das haben wir doch besprochen, Margot. Oh ja, stimmt, das haben wir besprochen. Meine Liebe. Ja. Weil jetzt nach den ganzen Opfern möchte ich jetzt einmal ein bisschen Geilheit in diesem Podcast haben. Und zwar jetzt. Blendest du den auch ein? Ja, natürlich. Die geile Sau des Monats. Mein Gott, dieses Schnurren von dir. Ich kann dann immer nicht an mir halten. Weißt du, da kennst du das, wenn man im Bauch auf einmal so eine wohlige Wärme spürt? Auch so ein bisschen, das turnt mich schon richtig an. Nicht im Zusammenhang mit dir, aber ich kenne das natürlich. Ja. Also Margot, ich stehe total auf dich heute. Oh Gott, Hilfe, holt mich. Ich bin kein Star, holt mich hier raus. Also, die geile Sau des Monats ist für mich Jeremy Allen White. So, ja, habe ich noch nie gehört. Ja. Noch nie gehört. Ja. Das ist, man kennt ihn aus der sehr erfolgreichen Serie Shameless. Hast du von der Serie Shameless schon mal gehört? Nein. Da spielt er eine der Hauptrollen. Das ist eine 7-8-staffelige Serie mit einer wahnsinnig verdruckten, versoffenen Assi-Familie. Das ist eine ganz süße, tolle Serie. Ach, guck mal, mit Luke Mockridge wahrscheinlich. Mit Luke Mockridge.
genau. Und dieser Mensch, der Jeremy, der ist aber auch aktuelles Calvin Klein Unterhosenmodel. Also mehr muss ich natürlich nicht erzählen. Nein. Und das Beste an ihm sind seine, der hat riesige stahlblaue Augen und hat so ein James Dean Gesicht, aber mit extremeren Lippen und also hat ein sehr, er hat sehr viel Gesicht und er hat aber auch sehr viel Ich habe auch sehr viel Gesicht, aber ja, auf eine andere Art und Weise. Deins ist halt ganz schlimm, es hat eher einen Unfall und bei dem Jeremy, also, ja, ist doch wirklich so eine Grieche. Er hat was von so einer griechischen Statue, weißt du? Also ich finde ihn äußerst attraktiv und er ist bestimmt auch als Schauspieler relativ begabt, aber das ist mir eigentlich scheißegal. Aber das ist egal, man guckt halt, also, ihr könnt auch andere Filme drehen wahrscheinlich. Oh ja. Ja. Sofort wissen alle Bescheid. Natürlich, andere Filme. Was wir meinen, ja, ist alles klar. So. Das ist ja ich finde ja Augen auch faszinierend. Also so stahlblaue Augen finde ich total toll. Ja, ja. Ich finde aber zum Beispiel auch, wenn so rothaarige Typen mit grünen Augen, finde ich total faszinierend. Was ich auch, so ganz, ganz dunkle, also fast schwarze Knopfaugen, da könnte ich mich auch drin verlieben. Da hatte ich als oh Gott, ich also glaub, eigentlich in alle Augen gerade mal. Ja, wenn, ne? Eigentlich magst du alle Augen. Es muss schon was ausmachen irgendwie. Ja. Ich weiß, mein erotisches Erlebnis in meiner Frühzeit war damals praktisch, es war der Weihnachtsmarkt, ich glaube, ich war 12 oder noch jünger, ich weiß es nicht. Und dann ist mir auf dem Weihnachtsmarkt ein offensichtlich schwules Pärchen, das war damals wirklich nicht offen, nicht oft, dass man das auf dem Weihnachtsmarkt gesehen hat. Ich muss schon 13 oder 14 gewesen sein, weil die Mauer war schon weg. Und ich weiß, es war drüben in Ost-Berlin, damals rüber. Und da ist mir ein schwules Pärchen entgegengekommen und einer von denen hatte so wunderbare dunkle Augen. Ich habe den nur angeguckt, angegafft. Ich konnte auch gar nicht. Ich habe den nur so ganz faszinierend angeguckt. Güte. Dann zwinkerte er mir zu. Ich guckte ihm auch noch ganz doof hinterher und dachte, den will ich heiraten. Warte auf mich. Schubst den anderen weg. Oh Gott. Der war bestimmt 16, 17, 18 und ich war halt, also es wäre verboten gewesen. Ja. Heute wäre es noch verboten gewesen, nicht? Aber für mich, das war, glaube ich, das erste Mal so ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und hattest du dann auch ein halb irrigiertes Glied in der Hose? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich glaube, alles oberhalb von diesem Blick, ich war nur mit Gucken beschäftigt. Ich glaube, mein gesamtes Blut war in den Augen drin in dem Augenblick. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich hatte total steife Augen. Ich habe die Augenlider nicht mehr runterbekommen. Also. Die waren ganz oben. Bring. Liebe Zuhörlinge und Zuschaulinge, sollte sich jetzt jemand wiedererkennen? Ja. Kann ja sein, dass dieser Mensch unseren Podcast hört. Und du bist immer noch so 18, 19 Jahre alt. Und gehst auf DDR-Weihnachtsmärkte. Schrägstrich. Der DDR war schon weg. Ja, danach Ost-Weihnachtsmärkte. Ja. Oh, mein Gott. Du bist wieder so Korinthen. Ja, ich weiß. Ich weiß, furchtbar mit dir. Du dürftest jetzt ungefähr so Mitte, Ende 50, Anfang 60 sein. Stefan Raab heißen und, bin auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, bitte, jetzt ist die ganze romantische Stimmung flöten. Blöd. Was soll denn das? Das geht so nicht, Margot. Wer weiß. Kannst du noch einmal für mich gurren? Wer weiß, ob der noch lebt. Das muss man ja auch mittlerweile immer sagen. Ja, ich meine, wenn der 4 Jahre älter war als du, dann ist dann ist die Chance 5, 6, relativ groß, dass der schon tot ist. Du bist doch echt ein mieses, gehässiges Dreckstück. Aber du hast recht. Ich bin auch in einem Alter, wo ich halt auch ganz genau weiß, es ist schon durchaus auf meinem Lebensweg die eine oder andere Person. Die eine oder andere Person hat es nicht geschafft, mein heutiges Alter zu erreichen, aus meinem Bekannten, aus meinem Kreis, aus meinem Lebenskreis. Von daher, ich kenne das. Es ist nun mal so. Weiterhin, was auch ein gewisses Alter nicht mehr erreichen wird, sind die Lebensmittelabteilungen bei Karstadt. Ja, wobei sie werden transformiert. Und zwar, sie werden assimiliert. Da kommt nämlich jetzt eine neue Kette rein. Ja. Und zwar ein edles Feinkostgeschäft. Lidl Deluxe. Lidl geht jetzt bei uns in zwei Karstadt-Filialen rein. Am Hermannplatz und am Tauentzien. Kurfürstendamm. Ach, Kurfürstendamm. Tauentzien ist KDW. Kurfürstendamm ist Karstadt. Ach, das ist schon Kurfürstendamm. Da hast du recht. Aber heißen die noch Karstadt? Die heißen noch jetzt... Galeria. Galeria, ist ja auch scheißegal. Ich habe erst gedacht bei der Meldung, dass in das gesamte Karstadt ein Lidl reinzieht. Also in das gesamte Warenhaus. Über alle 5 Etagen. Und ich dachte so, wow, das wird aber ein Lidl Flagship Store, meine Liebe. Aber nur unten in die Lebensmittel. Wäre doch mal toll, oder? Weißt du, Lidl am Hermannplatz, Lidl. So auf 5 Etagen, die größte Auswahl. Da gibt es dann alles, auch einen gigantischen Markt. Und ich meine, Lidl ist ja auch so ein Shop, wo wirklich, also es passt auch gut an Kurfürstendamm auch wirklich hin. Voll. Also, es ist wirklich, es geht kaum stylischer. Es fehlt ja am Kudamm tatsächlich mal ein richtiger Supermarkt.
Na, gibt's schon. Da ist unten ja aktuell schon einer drin. Ja, aber es ist ja kein richtiger Supermarkt. Das ist ja so ein, das ist ja ein Discounter, ist schon schön, finde ich. Der ist ein ganz, ganz riesiges Asia-Geschäft unten drin mittlerweile. Das weitet sich immer stärker aus. Wo? Bei Karstadt am Kurfürstendamm. Ja. Ja. Ich bin da wirklich sehr selten. Du gehst ja mit dem Brenner immer da. Ich gehe mit dem Brenner immer gerne hin auf dem Weg in sein Hotel. Ins Hotel gehen wir dafür 150 Mark hier einkaufen. Und das wird jetzt nicht bei Lidl wirklich schwierig. Ja, das wird schwer, musst du schon ganz viel einkaufen. Du weißt nicht, ob der Brenner zu Lidl geht. Wobei der ist sehr schmerzbefreit. Der ist auch billig. Also meine Bitte, der Brenner ist sehr billig. Es gibt ja keine billigere Person auf dieser Welt als der Andreas Brenner. Andreas Brenner ist eine billige Nutte. Ja. Billige Dirne, Nutte, Hure, Prostituierte. Und wir selber sagen, er macht's mit dem Mund, ist sein Geschäftsmodell. Er macht nicht nur, ich meine, der Andreas Brenner ist ja eine mindestens Fünflaufstute, möchte ich sagen. Ich könnte jetzt sagen, du hast keine Ahnung, wie recht du also gerade doch, hast, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, lass uns einfach weitermachen. Ich freue mich drauf, er ist ein paar Tage wieder da und er kommt pünktlich zum 20. nach Berlin, um dann hier in Berlin sein neues iPhone abzuholen. Ach, der auch? Ja. Das neue iPhone wird ja am 20. ausgeliefert und du weißt, das ist genauso getrackt wie die anderen, was waren das, diese Dinger, die da in Libanon explodiert sind? Ich habe ganz große Angst, die kommen jetzt alle raus. Ja, wird lustig. Okay, gut. Was nicht so lustig war, waren die Reinigungsaktivitäten. Einer Kirche in Köln. In Köln, ja. Ja, also da hat irgendjemand an so eine Kölner Wand so eine Schmiererei rangemacht und daraufhin wurde eine Reinigungskraft beauftragt, dass doch bitte diese Wand doch einfach mal zu säubern. Das haben die auch gemacht. Ja. Sehr gründlich sogar. Ja. Aber da waren auch Schmierereien dran, ja, da waren aber die Reinigungskraft hat aus Versehen halt auch noch mehr weggewischt als nur die Schmierereien. Ne? Nämlich ein Kunstwerk, was allerdings auch, ich hab's gesehen, auch ein bisschen wie eine Schmiererei aussah. Das war ein Graffiti. Das war ein Graffiti, was damals Anfang der 80er und Anfang der 90er Jahre, also vor Ewigkeiten, ich glaube Anfang der 80er Jahre, illegal rangesprüht worden ist, was aber dann irgendwann als Kunstwerk von dem berühmten Künstler Harald Nägeli. Der wurde nicht illegal rangesprüht. Doch, der hat das illegal rangesprüht. Es wurde erst später dann zum Kunstwerk erkoren und durfte dann auch dran bleiben. Ich bin der Meinung, der wurde damit beauftragt. Nein, es wurde dann mit ihm damals dann nochmal restauriert, aktualisiert irgendwie nochmal. Okay, also, gut. Ja, aber das erste Sprühen war illegal. Alles klar, gut. Aber naja, gut, sie haben es jetzt halt weitestgehend abgeschrubbt. Jetzt wird es wieder unter seiner Aufsicht, er lebt nämlich noch, wieder neu rangemacht. Und er kann sich nicht mal selber rekonstruieren, weil er dafür nämlich zu krank ist. Ist er? Ja. Ach so. Der ist nämlich schon sehr schwach, aber er wird das beaufsichtigen, aber jemand anders wird es rekonstruieren. Ja, aber ich meine, wenn er so 40 Jahren da rangesprüht hat, dann hat er auch ein gewisses Alter auch einfach schon erreicht. Ja, ja. Dann darf man auch schon, genau. Ja. Dann, du hast mir ein paar Sachen mitgebracht, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ja, ich muss das unbedingt besprechen mit dir. Du darfst besprechen, ich habe keine Ahnung und du besprichst das mit. Erzähl es dir. Alles und zwar, klar. Ich habe auf Instagram neulich habe ich ein Posting gesehen. Es war von, ich glaube von ZDF Neo, oder ist auch scheißegal. Und zwar ging es da um, es ging um Worte, die in der deutschen Sprache nicht existieren, für Dinge, die wir aber ständig erleben. Okay. So, und zwar zum Beispiel keramisches Unbehagen. Das ist die Situation, wenn du dich auf eine schon warme Klobrille setzt, weil jemand vorher darauf gesessen hat. Dafür gibt es kein Wort, aber der Vorschlag wäre halt jetzt das keramisches Unbehagen. Na, ich sag dann immer, das Klo war schon eingeschissen. Ja, oh, süß. Aber vorgewärmt. Ich finde es wirklich schlimm. Vorgewärmte Klobrille finde ich ganz schlimm. Unbehagen. Ja. Witzig eigentlich. Ja. Bei jeder anderen kalten Gelegenheit ist man ja froh, wenn es vorher ein bisschen wärmer irgendwie ist. Ja, aber nicht bei einer Klo. Ich finde auch warme U-Bahn-Sitze finde ich auch ekelhaft. Ja. Wenn ich merke, da hat jemand mit seinen Schenkeln den Sitz vorher angewärmt, ich finde das ekelhaft. Okay. Ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Korkbrack. Korkbrack ist dieser ganz bestimmte Geruch, der aus einem Rückgabeautomaten von Pfandflaschen herauskommt. Ah, ja. Ach, so, weißt du, das ist der Korkbrack-Geruch. Das leicht angesäuerte, ja, dieses allem, was säuerliche. Ein bisschen so vor sich hingeht, wo man denkt, das ist dann die Spätlese demnächst für den Lidl im Tetrapack. Genau. Für den Wein. Und Lidl, dann gibt es noch den Profilschock. Und das wirst du kennen, Margot. Das ist nämlich, wenn man an einem Spiegel vorbeiläuft im Profil und aus Versehen guckt, wie man von der Seite aussieht und dann völlig geschockt darüber ist, dass man halt dann doch so scheiße von der Seite aussieht, man sich das gar nicht denkt. Weil man dann doch viel weniger Kinn hat, als man dachte vorher. Also wenn ich mich im Profil, im Spiegel sehe, dann
gibt es von mir immer nur eine Reaktion. Margot, das glaube ich dir nicht. Obwohl, vielleicht bist du auch so eine, die halt morgens aufwacht und erstmal wichst, weil du halt mitbekommst, du bist du. Ja, ich wichse eigentlich rund um die Uhr, weil ich halt ich bin. Ach, du wichst rund um die Uhr, du lässt ja hier auch wichsen. Das haben wir letztes Mal auch besprochen. Ich lasse auch hier wichsen, das ist wahr. Also, das ist wirklich ein Samenpalast hier bei dir schon wieder. Ich habe ja neben Engelologie, habe ich ja auch Vixologie studiert. Vixologie, aber internationale Vixologie. Internationale Vixologie. Mhm. Ja, ich wichse in verschiedenen Sprachen. Ja, toll. Ja, toll. Ja. Und mit verschiedenen Händen. Mhm. Schön. Margot, aber findest du es interessant jetzt gerade mit dem keramischen Umbehagen? Hat dir das gefallen? Überhaupt nicht. Aber es ist schön, ich bin sicher, draußen wird es die eine andere Person geben, die denkt, hey, endlich mal eine Stelle, wo ich vorspulen kann. Das ist doch schön. Der Podcast ist eh lang genug. Du, ich habe noch was Schönes Heißes für dich. Heißes aus der Gerüchteküche. Da denke ich mir einmal selbstständig was für diesen Podcast aus, ne? Und da werde ich gleich runtergemacht. Einmal zeige ich Initiative, ja, ne? Ja, einmal, ja. Würdest du es häufiger machen, würde ich dich viel häufiger runtermachen. Lass dich jetzt gleich wieder bleiben. Ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr auf diesen Podcast, Margot, ganz ehrlich. Also ich kann doch, ich suche noch eine Co-Moderation. Ihr seht, suchst du schon seit Monaten, die Grundbedingungen sind nicht sonderlich hoch. Ihr müsst eigentlich nur atmen, selbstständig. Das reicht dann schon vollkommen aus. Das ist schwierig. Mach weiter. Ja, genau. Also, die Printausgabe, jetzt kommen wir nicht zu dem eigentlichen, dem Heißen aus der Gerüchteküche, was wir gerade schon gehört haben. Die Taz, du kennst die Taz? Natürlich. Tageszeitung, ja. Linkes Tageszeitung, das ist ein bundesweite Tageszeitung, die Printausgabe wird zum Mitte Oktober 2025, also nicht diesen Monat, in einem Jahr, wird sie eingestellt. Es gibt es dann nur noch digital. Und das Faszinierende daran ist, das ist das erste Printmagazin, was eingestellt wird, weil das Konzept im Digitalen besser läuft. Ah. Das hat es bisher in Deutschland so noch nicht gegeben. Interessant, schau an, siehst du mal. Das finde ich ja gut. Okay, interessant, ja. Dann vielleicht sind die Vorreiterinnen, aber die Taz war schon immer Vorreiterin. Ja, das stimmt, ja. Taz ist auch gehört auch keinem großen Konzern irgendwie an, sondern ist eine Genossenschaft. Ja. Der Verlag gehört den Mitarbeitenden dort, was ich ein großartiges Konzept einfach mal finde. Also es passt halt. Sind schon wieder wahnsinnig linksgrün versifft, mein lieber Marco. Ja, sind wir. Wahnsinnig linksgrün versifft. Sind so wir. Ist es nun mal. Und die finden das halt einfach sehr besser. Genau, richtig. Und ich meine, ihr könnt auch gerne total kapitalistisch und Arschloch-Einstellungen haben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das könnt ihr in eurem Podcast dann genauso ausleben. Ich bin aber auch an sich auch schon gerne Kapitalistin. Ja, du musst dich aber schon entscheiden. Also, nee. Du bist eine linksgrüne Kapitalistin. Ich bin eine Champagner-Sozialistin, sagt man doch so. Und, okay, alles klar. Eine Kaviar-Marxistin. Und, Kaviar-Marxistin, Kaviar-Gauche, sagt man auch im Französischen, meine Liebe. Ja. Interessant. Ja, das ist dann. Ja, gut, so ist es dann halt. Mir fällt gerade, ich musste mir dein Sofa noch angucken. Ich habe ein neues, zur Hochzeit haben wir ein Sofa bekommen. Wir haben vor einem Jahr geheiratet. Jetzt ist das Sofa endlich da und Jurassic hat es noch gar nicht bewundert, obwohl sie ist schon dreimal dran vorbeigelaufen, zweimal drüber gestolpert. Ja, ich bin so dumm schon wieder. So. Das ist halt ganz, ganz typisch. Es war nicht langweilig auch gerade. Lass uns noch über etwas Spannendes reden. Ja. Freust du dich auf die Weihnachtszeit? Ja. Wir haben halt viel zu tun in der Weihnachtszeit. Wir haben viel zu tun. Weihnachten ist schon ganz schön, aber wird von Jahr zu Jahr für mich unspektakulärer. Es verliert seinen Zauber, meine Liebe. Ja. Für Weihnachten ist für mich immer viel Arbeit und dann ist auch schon wieder vorbei. Ich versuche mal so ein bisschen Weihnachtsstimmung reinzubekommen bei uns mit einem kleinen Geschenke. Berg, den David dann von mir bekommt. Ach, ich dachte, ich bekomme Geschenke von dir. Was willst du für Geschenke? Du hast von mir mal ein Gleitgel bekommen, das wolltest du nicht mitnehmen. Das steht bis heute immer noch rum. Bratapfel-Gleitgel. Bei unserer Kieztür gibt es übrigens öfter mal Gleitgel zu gewinnen auch. Und es gab schon eine Person, die gefragt hat, hast du heute auch Bratapfel-Gleitgel? Ach so, wirklich, das würde ich auch nehmen wollen. Ich meine, wir hatten ja auch jahrelang bei der Kiez ja auch Pfirsich-Gleitgel. Ja, ich bin sehr froh, dass das jetzt mittlerweile endlich alles ist. Jetzt haben wir ein anderes schönes Gleitgel irgendwie und das ist auch ein vernünftiges. So, erzähl, was ist beim Weihnachtsmarkt? Weihnachtsmärkte, da geht es bei den Weihnachtsmärkten geht's mich richtig drunter und drüber. Es kann sein, dass dieses Jahr die Weihnachtsmärkte keine Musik spielen dürfen, zumindest keine, gängige Weihnachtsmusik, bis auf die GEMA-freie. Das hört sich schon horrormäßig an. GEMA-freie Weihnachtsmusik klingt ganz schlimm. Das wird also eine Kombination zwischen den ganz alten O, du fröhliche O Tannebaum und Co. in der Instrumentalversion auf dem MP3-Instrumentalversion und zwischen
Hey Siri oder AI, komponier mir mal Weihnachtsmusik. Stimmt, ja. Ja, also das werden wir dann so zu hören bekommen, weil die GEMA halt wahnsinnig viel Geld haben möchte, weil sie halt die Veranstaltungsfläche, den kompletten Weihnachtsmarkt halt als komplette Weihnachtsfläche und manchmal auch den ganzen Platz mit allen Straßen drumherum als Fläche bemisst und anhand der Quadratmeterzahl die Preise berechnet. Die GEMA nervt halt eigentlich ständig. Die GEMA ist ja eigentlich was Gutes, weil die GEMA ja dafür sorgt, dass KünstlerInnen vergütet werden. Ja. Aber irgendwie nervt die GEMA immer nur. Oder irgendwie ist die GEMA einfach sowas wie die Gewerkschaft, die nervt auch immer, aber eigentlich macht sie was Gutes, so wie das, der Wieselski. Ich würde mal sagen, also bei dem Wieselski, alle wollen sie mehr Lohn haben, ja. Aber wenn die anderen streiken für mehr Lohn, dann gönnen wir es denen ja nicht. Das ist ja die deutsche Neidkultur an der Stelle. Das stimmt, ist doch so. Ja, ist doch so. Recht, ja. Ja, in deinem Beruf, na gut, bei uns wird es jetzt ein bisschen schwierig, aber alle Zuhörlinge, die im Angestelltenverhältnis sind, wenn ihr streikt, wir, also meine Solidarität habt ihr eigentlich immer. Ja, meine auch. Als Angestellte, dann streikt bitte für mehr Lohn, ich gönne euch das. Und ja, wir als Gesellschaft müssen dann halt auch mal ein bisschen einstecken und es trifft uns dann halt auch manchmal. Ich meine, wie willst du denn streiken, wenn es keiner merkt? Dann ist das ja kein Streik. Ja, dann ist ja, das ja. ein Urlaubstag oder Wochenende oder ja, was im Schichtdienst auch schwierig wird. Also, und die GEMA, ich glaube halt, die GEMA ist halt mehr eine Behörde. Und wenn du mit der GEMA zu tun hast, und ich habe ja des Öfteren GEMA-Listen auszufüllen. Mm. Es ist die Quadrathöhe. Ja, ach du. Es ist es ich sag dir, so, ich weiß. Es ist wirklich. Und ich glaube halt, ich befürchte, man könnte die GEMA unglaublich verschlanken, wenn man sie mal richtig vernünftig digitalisieren würde. Und man könnte auch unglaublich vieles draus machen. Und dann könnte auch deutlich günstiger werden. Ich glaube, da sitzen wirklich einige Leute, die auch ganz gezielt einfach die Preise hochtreiben wollen, um halt zu sagen, ah, auf dem Weihnachtsmarkt machen die so und so viel Umsatz, wir wollen da noch mehr Geld rausziehen. Das ist schwierig. Ich sagte, die Weihnachtsmärkte werden in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich weitestgehend alle kaputt gehen, weil sie entweder sich die GEMA nicht mehr leisten können, ohne Musik ist sowas ein bisschen doof, oder aber, weil es irgendwo eine Nachbarin, einen Nachbarn gibt, die sagt, das ist mir zu laut. Nein, das glaube ich nicht, Margot. Weihnachtsmärkte gehören zum deutschen Kulturgut dazu, wie die Bratwurst und das, ich das, krieg's, der Biergarten. Ich krieg's ja hier in Berlin mit, wo mittlerweile alle möglichen Veranstaltungen, die Bühnenprogramme und sonst was drosseln müssen, weil sich irgendeine Person beschwert hat. Ach ja. Okay, also malen wir die Teufelin nicht an die Wand, liebe Margot. Ja, Weihnachtsmarkt, ich gehe ja schon ganz gerne mal auf den Weihnachtsmarkt. Das hoffe ich. Ja. Das hoffe ich. Das hoffe ich ja. Und Margot, lass uns doch langsam zum Schluss kommen. Lass uns doch jetzt noch die Geburtstagskinder erstmal aufzählen. Gerne, warte mal. Das Geburtstagskind des Monats. Es geht los mit einem Geburtstagskind. Wir haben keine Jahre, sondern Ausgaben. 25. Ausgabe der Tagesschau Meine gab es am Güte. 8. September. 25.000 Ausgaben. Dann deine Lieblingssendung Wer wird Millionär? Ist 25 Jahre alt geworden. Das ist richtig. Normalerweise bringe ich das immer in eine chronologische Reihenfolge. Heute sind wir durcheinander. Na, sag doch mal. 50 Jahre der große Preis mit Tim Wölke. Tim Wölke. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe das früher immer geguckt, das war mit Wurm und Wendelin auch. Genau, ne? Mit Wurm und Wendelin sind hängen geblieben. Ja, ja. Aber ich weiß, du eigentlich, wie da die Regeln waren, was da eigentlich gespielt worden ist. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Es gab auch dort Quizfragen, sehr, sehr schwierige Quizfragen allerdings. Ja. Es war wirklich ein Wissensquiz, aber ich weiß auch nicht mehr wahnsinnig viel darüber, das muss ich auch dazu gestehen. Aber man hat es immer geguckt. Sie saßen alle in so einer braunen Plexiglaskugel drin. Ja. Das war beim großen Preis. Und es gab dann so eine Wand noch so groß, ja. Wo man dann um Punkte gespielt hat. Da gab es dann auch noch Risiko oder irgendwie sowas. Ah. Ja. Ich habe ganz dunkle Erinnerungen noch dran. Ich glaube, da muss ich noch sehr jung gewesen sein, als es auch dann lief. So, ich habe dann schemenhafte Erinnerungen. Ist ja auch, scheißegal. Wahrscheinlich kennen sowieso keine Sau mehr. Was du aber auf jeden Fall kennst. Eine Currywurst. Currywurst. 75 Jahre Currywurst, meine Lieben. Und es wird wieder gestritten, woher sie nun eigentlich kommt. Berlin sagt ja, aber nein, es gibt ein neues Buch. Ein neues Currywurst-Buch, das jetzt enthüllt hat, dass sie doch aus dem Ruhrpott kommt. Ja, aber deshalb reiten wir als Fake News. Natürlich kommt die weiter aus Berlin. Natürlich, also, meine Hertha Lieben. Pfeiler hat es erfunden. So, die Berlin. Ja, mein Gott, sie hat das Patent angemeldet. Nicht? Das muss man sagen. Von daher läuft es immer auf sie dann zurück, auch wenn es woanders herkommt. Ja. 100 Jahre Maurice Jarre. Kenne ich nicht. Ja, doch, kennst du. Nee. Ein Filmkomponist, der zum Beispiel die Musik für Lawrence of Arabia komponiert hat und viele, viele andere ganz den große. Ich habe den Film nie gesehen, Margot. Ich glaube sogar Dr. Zhivago. Er hat wirklich ganz, ganz viele die Musiken kennst du. Ja. Das ist so wie Star Wars und sowas, die Musiken kennst du, das ist wirklich, ja. Spielt bei Lawrence von Arabien, spielt er nicht auch Marilyn Monroe mit? Das wäre mir neu. Wäre dir neu? Ja. Bist du dir ganz sicher, dass die da nicht mitspielt? Ich glaube, Omar Sharif spielt da die Hauptrolle. Ja gut, natürlich spielt Marilyn Monroe nicht Lawrence von Arabien, aber die weibliche Hauptrolle,
Aber ich bin mir, ich glaube, es ist Marilyn Monroe. Ich bin der Meinung, da klingelt irgendwas bei mir. Aber wir werden es halt in der nächsten Folge. Bei dir klingelt es öfter irgendwo. Bei mir klingelt schon ganz schön viel, meine Liebe. Ja, ja, so, ja, dann lass uns jetzt noch in die Promi-Gefilde abrutschen. Ja. Und zwar Gina-Lisa Lufink ist 37 geworden. Warum du das auch irgendwie reingeschmuggelt hast, ich hätte es gestrichen, ehrlich gesagt, weil es ist kein runder Geburtstag und Gina-Lisa Lufink auch keine Promi. Ach, wir feiern nur runde Geburtstage. Ja, siehst du doch hier, 25, 25, 50, 75, 100. Seit Ewigkeiten mache ich das. Das ist, war mir noch nie bekannt, dass das immer runde Geburtstage sind. Sonst würden wir gar nicht fertig. Du hast auch erst 48 Ausgaben vom Podcast. Das Margot, ist jetzt, ich höre dir doch nicht zu, das weißt du doch. Wir machen es erst seit knapp 4 Jahren. Ich lerne immer noch was Neues über unseren Podcast kennen. Das ist doch großartig, ja. Margot. Wie hat damals eine Bewohnerin bei mir in der Demenz-WG gesagt, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Und die nächste Frage dann, wie alt wird so eine Kuh eigentlich? Ich habe es dann irgendwann mal gegoogelt. 30. Ungefähr 30 Jahre werden Kühe. Ja, Margot, vielen Dank, dass du mir das auch noch erzählt hast. Ein weiteres Puzzleteil aus deinem Puzzle ist jetzt gelöst. So alt wie eine Kuh geworden ist er auch. Bill Kaulitz und Tom Kaulitz. Ja, das ist beide 35. Auch da möchte ich ganz kurz noch erzählen. Du hast nämlich eingebracht für diesen Podcast, dass du als Geburtstagskind einbringen möchtest, Bill Kaulitz, weil er ist 35 Jahre alt geworden. Wo ich gesagt habe, ja, Tom Kaulitz bestimmt auch, weil die sind Zwillinge. Und dann schrissig, ach so, ja. Aber der ist ja nicht so wichtig, der Tom Kaulitz, wie der Bill Kaulitz, weißt du? Ich finde die beide nicht so. Ich liebe die Kaulitz-Brüder, aber gut. Ja, ich weiß, ich habe diese Doku-Soap und den Podcast, habe das alles noch nicht gesehen. Ich muss mir das noch angucken. Machst du sowieso nicht, Margot. Doch, irgendwann mache ich noch mal. Ich habe jetzt den nächsten Urlaub, da habe ich endlich mal Zeit. Na gut, also dann noch. Aber ich schaue praktisch gerade den Vorgänger von beiden. Ich schaue mich gerade The Walking Dead. Ich bin gerade irgendwie in Staffel 8 oder so. Ja. Echt? Du tust dir alle Staffeln von The Walking Dead an? Ja, ich gucke das mal so durch. Ja. Weil das ist, ich finde so, ich habe Staffel 2, 3 dann noch geguckt. Irgendwann wiederholt sich das, wird wahnsinnig langweilig. Nee, es gibt irgendwann dann plötzlich, da gibt es auf einmal einen neuen Schliff. Und am Anfang dachte ich, nachdem die ersten, da gibt es auf einmal so eine Wandlung auf einmal. Und dann wird was richtig böse und richtig fies. Und dann denke ich so, oh wow. Ja. Und dachte bei den ersten Folgen, oh feier ist das, oh feier, ich weiß nicht, ob ich das. Aber ich habe weitergeguckt und dachte, oh doch, ja, das wird doch mal sehr anders nochmal. Und sehr interessant und sehr, sehr spannend und bekommt völlig neue, ja, gut, auch postapokalyptische Züge dann nochmal, definitiv. Aber man muss völlig anderes nochmal, ja. Gut, dann lass uns die Geburtstagskinder jetzt auch einfach sein lassen, weil ich habe das Konzept ja nicht verstanden von den Geburtstagskindern. Von daher ist es doch jetzt, so, jetzt machen wir weiter. Du möchtest gerne Lisa Eckert, die blöde Kuh, zum 32. gratulieren, die ich ja höchst problematisch finde. Höchst problematisch, lass uns sie einfach rauslassen. Und du wolltest dann noch hier nicht Franjo, sondern den Sohn von Franjo. Diego Pot ist 21 geworden. Aber der ist volljährig jetzt geworden, das passt. Jessica, ich weiß, du bist schon älter, aber in Deutschland wird man mit 18 volljährig. Ja, aber ich weiß, aber 21 ist doch nochmal so eine Schallgrenze. Ist da nicht auch, darf man da nicht irgendwie dann nochmal mehr als mit 18? Nee, volljährig heißt volljährig. Wirklich voll, alles. Das also man Einzige, darf was dann Bundeskanzler werden mit ab 21 vielleicht. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, Bundeskanzler musst du 30 sein und Bundespräsidentin musst du 40 sein. Ja, das weiß ich, Margot. Und ab 21 gilt halt das Jugendstrafrecht nicht mehr. Wenn das jetzt siehste? Für dich der. Ja, also, hey! Margot. Also. Mensch, wie heißt er nochmal? San Diego Pot, herzlich willkommen. Ab sofort kein Jugendstrafrecht. Ab sofort kein Jugendstrafrecht mehr für dich. Hey, super. Es sei denn, er ist ein bisschen zurückgeblieben, dann gilt Jugendstrafrecht wieder. Dann nö, ist er nicht. Ist er nicht. Der ist, glaube ich, relativ schlau. Ja. Aber spielt halt auch Golf. Ja, gut, was willst du als Sohn von. Man spielt man Golf in Düsseldorf halt auch. Ne? Ja, oh ja. Gott, ja. Ja. Gut, also Margot, wer hat einen Platz gemacht? Oh ja, es muss auch Platz gemacht werden. Natürlich zum Beispiel von Tito Jackson. Da habe ich ja auch geschrieben. Ist das relevant? Naja gut, der ist schon bekannt, weil der war bei den Jackson 5. Ja. Ist ja auch, die treten ja mittlerweile auch gerade wieder auf als Jackson 5. Wie machen sie? Michael Jackson ist tot, Tito Jackson ist tot. Naja, jetzt nicht mehr. Der ist halt erst 2 Tage tot oder so. Jackson 3. Jackson 3. Okay. Ja. Aber okay, ist 70 geworden. Ja. Okay. Dann Wolfgang Gerhardt, ehemaliges FDP-Mitglied und FDP-Mitglied war die ganze Zeit und ehemaliger FDP-Vorsitzender ist mit 81 verstorben. James Earl Jones mit 93 und zwar die Stimme von Darth Vader. Genau, es gab einen Schauspieler, der es im Kostüm gespielt hat. Und ich habe jetzt heute durch Zufall Sequenzen mit der Originalstimme gesehen. Ach. Scheiße.
Ist wirklich, geht ja gar nicht. Ja. Relativ hoch und es ging gar nicht, ja. Und das wurde dann nachsynchronisiert in der Sequenz bei Episode 6, wo dann die Maske abgenommen wird. Für die Sequenz haben sie wieder einen anderen Schauspieler genommen. Meine Güte, also es war wirklich unfassbar. Man kommt da ganz durcheinander, ne? Ja, und dann für die jüngeren Filme auch nochmal. Also es wird ja alles, ja gut, okay. Und natürlich Katharina Valente, auch eine berühmte Stimme. Sängerin. Showtime. Showtime für sie. Ach, ich liebe diesen Ganz Song. Ganz Paris träumt von der Liebe. Auch alle Rentnerinnen, die uns zuhören, kennen jetzt Katharina Valente. Ja. Alle unter 40 haben große Fragezeichen. Ja. Katharina Valente war eine so eine Kosmopolitin. Ich glaube, die kam aus einer Zirkusfamilie. Ja, die hat alle Sprachen der Welt irgendwie gefühlt gesprochen. Eine tolle Frau. Und ist überall ganz, ganz große Künstlerin und groß unterwegs gewesen. Und hat ja schon vor vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren, hat sie schon zurückgezogen. Hat gesagt, jetzt, es reicht. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Mir kommt jetzt auch nicht mehr, brauche ich nicht. Ist gut jetzt. Zum 90. hat sie nochmal eine CD rausgebracht. Margot. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt noch ganz schnell bumsen. Sehr gerne. Und dann reicht es aber auch langsam, oder? Mir reicht es schon lange. Allein schon die ersten 2 Stunden mit deiner technischen Kompetenz. Margot, du wolltest mit der Kamera unbedingt aufzeichnen. Ich habe gerade imaginierte Gänsefüßchen in die Luft gemacht. Bei Kompetenz. Ja, was denn? Wie du mich nervst schon wieder. Ich wollte, dass du es vernünftig machst. Bett, Bad und Bumsgeschichten. Aber Margot, ja, du kannst dir jetzt einen drauf runterholen. Das mache ich ohnehin die ganze Zeit schon. Weil ich habe ja Kompetenz. Ich habe Kompetenz und kann mir einen runterholen, weil ich habe es jetzt geschafft. Ich habe bei Facebook und ich weiß nicht wie. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie. Den blauen Haken. Lass es, sage mal. Ich bin jetzt verifiziert. Ich bin echt. Ja, du bist echt. Wie viele FollowerInnen hast du auf Facebook? Ah. Du hast viele, ne? 16.000, ja. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist so, also herzlichen Glückwunsch, Margot. Ich meine, Facebook wird ja jetzt ziemlich bald dann doch tatsächlich dahin siechen und sterben, dann nützt dir dein blauer Haken auch nichts mehr. Was machst denn du da gerade jetzt nebenbei? Ich will jetzt gerade gucken, wie viele Following ich habe. Also ich habe auf Instagram 24,7.000. Na gut, okay. Ich habe 16.940. Ja, bist du noch dass weit du das so genau weißt. Ja, aber ich gucke ja jeden Tag, ob ich neue Follower dazu bekomme. Weil du nichts anderes in deinem Leben hast. Ne? Ja, das ist ja meine Währung, ist ja meine Reichweite, Margot. Unterhalten wir uns gerade wirklich darüber, wer die meisten Follower hat? Ja, es ist widerlich, das oder? Das ist wie bei Monopoly viel Geld zu haben, oder? Ist da eigentlich vollkommen irrelevant. Das ist vollkommen irrelevant, Margot. Und glaubt man nicht, dass die 16.000 alle in meine Shows kämen. Nee, das ist ja das Ding, ne? Ja. Ich meine, was machen diese ganzen 24.000 Follower, wenn ich da irgendwie. Naja, ist auch scheißegal. Ich habe letztens hab ich mal überprüfen lassen, überraschend wenig Fake-Profile bei mir dabei. Das kann man bei Instagram auch machen. Das hat mir Tom Bohler gezeigt. Und da war Tom auch überrascht, wie viel wenig Fake-Profile bei mir doch folgen. Ach so. Ja. Okay. Das können wir bei dir ja auch machen, bei deinen 24.700. Was sind denn wohl Fake-Profile? Du meinst also so Profile. Gekaufte? Ja, falsche Sachen. Was auch immer, da kommen ja auch manchmal irgendwelche unechten Profile, nicht verifiziert, keine Ahnung, was das ist. Tom kann dir das alles ganz genau erklären. Dann soll er das nächste Mal erklären. Grüße gehen raus an Tom Bohler. Also ich habe einen blauen Haken bei Facebook, habe ich das schon erwähnt? Ich habe den auf WhatsApp. Du hast den auf WhatsApp? Immer wenn andere Leute eine Nachricht lesen, Jurassica, dann verifiziert das dich nicht. Ich habe dann blauen Haken. Da kommen sogar 2 blaue Haken. Aber ja, ich habe sogar 2 blaue Haken. Ja, 2 WhatsApp. Boah, Gottes Willen. Ich kann es nochmal betonen, ich suche eine neue Co-Moderation. Wirklich, die Ansprüche sind nicht hoch. Das stimmt, Margot, aber ich gleiche mich ja nur deinem Intellekt an, meine Liebe, damit du einfach glänzen kannst. Also damit so du glänzen kannst neben das kann mir. Gar, das tue ich auch schon so. Ja, Margot. Streng dich mal ein bisschen an, ich möchte gerne herausgefordert werden. Okay, gut, also dann sage ich dir jetzt Folgendes. Ja. Du hast bei StudiVZ blauen Haken. Nein, ich wollte sagen bei Instagram, aber war schon eine Meldung weiter bei WhatsApp, weil wir wollten ja bei unserem WhatsApp-Kanal auch sprechen. Genau, deshalb, richtig. Da habe ich jetzt einfach das alles verwechselt miteinander. Ja, es gibt WhatsApp-Kanäle jetzt von uns. Ja, genau. Wir blenden euch das ein, beziehungsweise haben wir euch QR-Codes bereitgestellt, die wir euch dann aufs Handy drauf anzeigen lassen, was keinen Sinn ergibt. Aber ist egal. Macht euch einen Screenshot, druckt ihn aus und fotografiert ihn dann ab. Wir kriegen schon irgendwie. Genau, man findet den Link auch in meinem Linktree zum richtig, Beispiel. Genau, Was das Tolle ist, meine Mutter folgt mir jetzt auf WhatsApp in meinem Kanal, weil nämlich das Tolle ist ja, das ist ja für Menschen, die kein Social Media
haben wollen, ja, machen wollen, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen, was ich so alles Schöne mache. Das heißt, also ich könnte, das ist eigentlich für die Leute, die langsam von Facebook weg, aber nicht hin zu Insta wollen. Genau. Ah. Ja, also genau deine Zielgruppe, Margot. Mal gucken, da ist mein Kanal jetzt noch nicht so voll, da habe ich noch keine 16.000, da ist noch ein bisschen, ja, da ist noch Luft nach oben. Ja, ja, genau. Ganz jung, aber ja, ich finde es eine tolle Maßnahme. Was machst du auf diesem Kanal? Ich poste da, das Tolle ist ja, anders als bei Insta zum Beispiel, man kann da auch endlich mal wieder Links posten, die man anklicken kann. Auf Insta geht das ja nicht. Ja, ja, ist richtig. Ja, ja, so, das heißt, ich finde mal so ein Kartenticket-Link kann man da gut reinpacken, aber ansonsten poste ich da alles, was ich auf Social Media poste. Also letztendlich bespiele ich den genauso. Den, okay, also es gibt bei dir nichts Neues, nichts Exklusives da. Das ist ja sinnvoll dann für alle Leute, die schon sonst wo folgen. Hey, guck mal, sie hat bei WhatsApp genau das gleiche geschrieben wie bei Instagram. Aber Leute, die nicht auf Social Media sind, Margot. Und es gibt Menschen, die nicht auf Social Media sind. Okay, das heißt, also wir machen einen WhatsApp-Kanal für ungefähr 130 Personen. Alles klar. Ich habe schon 130 Follower. Ja, damit bist du jetzt ja voll. Das kann ich jetzt auch wieder aufhören mit dem WhatsApp-Kanal. War eine schöne Zeit. War hübsch, ja. Aber alles hat auch mal ein Ende. Ja, das ist so. Also praktisch der neue Newsletter, sowas hat ja auch keinen Mensch mehr. Machst du denn was auf deinem WhatsApp-Kanal, was wahnsinnig bahnbrechend und neu ist? Ja. Was denn? Ja, ich poste dort Links zum Beispiel, weil die kann ich nicht anklicken. Zum Beispiel Ticket-Links, Veranstaltungen. Sonst mache ich das Gleiche, was ich auch bei Facebook und Insta mache. Alles klar, Margot. Nee, mache ich nicht. Mach da nicht das Gleiche, weil bei Facebook poste ich ja täglich einmal irgendwie etwas und bei Insta immer so. Hast du bislang nur zweimal gepostet, warst du? Bist da gar nicht aktiv auf WhatsApp? Auf WhatsApp. Doch, da ist schon ein bisschen was los. Naja, das sind 1, 2, 3, 4 Postings vielleicht und eins wurde gelöscht. Ich mache auch nicht ganz so viele gleichzeitig. Aber ich möchte meine Leute auch nicht überfordern. Mit deiner geballten, konzentrierten Kreativität, Margot. Die sollen sich auch freuen. Die sollen sich drauf freuen. Ja, genau, genau. Dann lass uns über was wirklich sehr, sehr Schönes sprechen. Wir reden jetzt mal nur über dich. Oh, das finde ich. Ja, und zwar, das finde ich wahnsinnig gut, weil du hast jetzt eine schlimme Zeit hinter dir gehabt und jetzt hast du eine schöne Zeit. Ich habe eine schöne Zeit. Ja. Ich hatte einen, also für alle, die es noch nicht wissen, ich versuche ja nüchtern zu leben, schon seit 2 Jahren und hatte aber hier und da diverse Rückfälle. Das gehört aber dazu. Ich hatte den schlimmsten Rückfall tatsächlich meiner nüchternen Karriere, habe ich jetzt Gott sei Dank durchlebt. Das war keine schöne Zeit. Du hast mich in der Zeit auch selber erlebt, Margot. Ja. Im letzten Podcast habe ich zum Beispiel nicht nüchtern aufgezeichnet mit dir. Das war alles doof. Und es hat mich wahnsinnig runtergezogen und unglücklich gemacht. Und ich bin jetzt den 16. Tag endlich wieder nüchtern und gehe wieder in meine Gruppe. Und alle Menschen, die mit Alkohol am Struggeln sind, wie man auf Neudeutsch sagt, ich breche eine Lanze für Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen sind gut. Selbsthilfegruppen sind ein Safe Space. Und als ich gestern wieder da war und ich bin in einer schwulen Selbsthilfegruppe, in einer queeren Selbsthilfegruppe, da sitzen 21 Menschen und jeder redet ganz offen über die Schwächen, die eigenen Schwächen, ohne Maske auf. Jeder erzählt wirklich vom Herzen her die Wahrheit in eine Runde. Und das ist was ganz Besonderes tatsächlich. Und es ist mir gestern aufgefallen, wie wertvoll das ist, mit diesen Menschen einfach die Sorgen, Ängste, aber auch Glücksgefühle zu teilen. Und das gibt mir ganz viel tatsächlich und lädt mich positiv auf. Ich finde es wahnsinnig gut, weil ich dich natürlich auch in den schwierigen Phasen auch miterlebe. Und ich denke immer so, ach, warum eigentlich? Muss das jetzt sein? Und ich sage es ja immer so, du bringst mich auch mal in so eine kleine Schwierigkeit, weil ich immer nicht ganz genau weiß, will ich das jetzt gegenüber thematisieren? Ich meine, du weißt aber auch, dass ich nicht doof bin und dass ich auch Dinge mitkriege. Und wir haben da aber auch schon unsere Lösung gefunden beide. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du jetzt da auf einem guten Weg bist. Und das finde ich klasse. Ich wünsche dir alles Gute, dass du tapfer dabei bleibst. Die Gruppen sind gut, das kenne ich auch. Aus meinem Umfeld, wo es Alkoholiker gab und bleibt dabei, nicht zu trinken. Es ist eine Sucht, es ist eine fürchterliche Sucht. Es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit auch, genau. Und die Leute trinken nicht irgendwie, weil sie mal ein bisschen Durst haben, sondern erfinden auch manchmal Anlässe, um halt der irgendwie was zu trinken. Der erlaubnisgebende Gedanke. Ah ja, genau. So heißt das im Fachjargon. Ja, ja, genau. Und es ist auch schwierig für das Umfeld dann immer und das kann ich dann wiederum bestätigen fürs Umfeld, weil die zieht man ja praktisch auch mit in so eine Situation dann auch mit rein und das wird sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr schwierig. Und ich finde das gut, wenn du trocken bist. Ich auch. Ich liebe es. Und es macht auch wesentlich mehr Spaß mit dir. Ja, ich bin fokussiert und ich bin ein anderer Mensch, wenn ich nüchtern bin. Und du liest die Materialien vorher.
Das auch. Oh, Stich ins Herz gegen die letzte Ausgabe. Auch, aber wir müssen nochmal an meiner Technikaffinität müssen wir nochmal arbeiten. Das lag ja nun nicht an dir. Das war, also nicht am Alkohol, meine ich, sondern am Nüchternsein. Nein, das war jetzt wirklich, dass du die Technik nicht beherrscht hast. Universum ist gegen mich. Was, das Universum ist gegen, du hast halt auch kein Verständnis für Technik. Du bist eigentlich nicht schon. Technische. Nee, vielleicht doch nicht. Also ich meine, mit Computern kann ich sehr gut, ne? Ja. Ja, ist auch Technik. Hätten wir es mit dem Computer aufnehmen sollen. Ja. Also ist ja auch. Machen wir das nächste Mal. Wir stellen hier ein Tablet auf und dann nehmen wir da halt in einem ganz, ganz schlimmen Format auf und schlechte Sachen. Also drückt mir die Daumen. Ich drücke sie mir selber. Momentan geht es mir aber so dermaßen gut, dass ich jetzt erstmal, ich habe sowas von gar keinen Suchtdruck gerade. Du sprühst auch gerade wirklich raus. Das ist wahnsinnig. Das ist toll. Das ist dann wirklich, und du bist auch wahnsinnig kreativ und produktiv. Das liebe ich einfach. Ja, ich auch. Und du funktionierst so super auch noch und du bist einfach energiegebend. Und das liebe ich dann auch mal wirklich. Ich hoffe, vielen Dank. Ihr könnt euch auch ein bisschen Energie geben. Das machen wir dann auch hoffentlich gerne mit diesem Podcast. Jessica, bitte. Wo dürfen wir dich denn jetzt im nächsten Monat Oktober alles so beobachten? Es wird ein ganz besonderer Monat, weil ich nämlich dreimal Paillette geht immer geben werde. Oh mein Gott. Zweimal in Berlin. zweimal in Berlin am 5.10. Mit Gustav Peter Wöhler wird mein Stargast sein. Ah, toller Schauspieler. Schauspieler. Ach, großartig. Eine bissige Tunte, ich liebe ihn. Liebe Grüße, ich bin leider nicht da. Und am 11., Quatsch, und am 19.10. Wird Alina bei mir zu Gast sein, eine ganz, ganz junge Nachwuchskünstlerin, die singt, sie schreibt ganz viel, ist ein Allround-Talent und man wird, glaube ich, noch viel von ihr hören in Zukunft. Aber zwischendurch bin ich am 11.10. in Hannover zu Paillette on Tour, meine Lieben. Und da begrüße ich in der schwulen Sau den Mr. Fetisch Hessen 2024, und zwar Lorenz Stahlmann heißt der Gute. Und wir reden natürlich mal wieder über Sex, Geschlechtsverkehr, Fetische und alles andere, was explizit ist. So wie wir heute. So wie wir heute, genau. Ja. Dann 12.10. ist noch Popkicker am Geburtstag meiner Mutter, meine Lieben. Ach, meine also meine Mutter kommt auch vorbei. Und Kizu machst du, oder? Ja, mach ich gleich. Genau. Was wir auch noch gemeinsam machen, ist vom 16. bis 20. Oktober spielen wir ein letztes Mal in diesem Jahr The Golden Gmilfs, Sister of No Mercy im BKA-Theater. Im BKA-Theater. 5 Tage am Stück und ich freue mich drauf, weil du hast ja am 19. dann nach unserer Show noch die Paillette und musst am 20. gesund, munter und fit wieder auf der Bühne stehen bei uns. Super, und mit ein bisschen Glück müssen wir auch noch das Bühnenbild zwischendurch abbauen. Das hassen wir das immer. Ist das ist furchtbar. Das ist alles ganz schlimm. Aber ich freue mich, die Gmilfs wieder zu spielen und wir haben jetzt ja auch morgen unser Meeting und wir schneiden die Gmilfs noch mal ein bisschen um. Wir werden noch einige kleine Dinge, Schnellschrauben, Raffinessen reinbringen. Ja. Ist ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer. Also es wird noch mal ein bisschen, also freue ich mich sehr drauf. Und letzte Chance in diesem Jahr, meine Lieben. Meine Güte. Ja, ansonsten machen wir natürlich die Kiez-Tour jeden Donnerstag im Oktober natürlich auch. Es geht los am 3. Oktober, dann am 10., am 17., am 4. Und also auch 5-mal, glaube ich, im Oktober. Am 10. bin ich mit dabei. Oh, das solltest du doch nicht sagen, oder? Darf ich das nicht sagen? Nee, das darfst du nicht sagen. Ach, du machst am 10. Ach du, da ist sogar eine Tour, stimmt, hast recht, ja. Das darfst du doch nicht sagen, ist doch geheim. Ach so, Entschuldigung. Jetzt buchen sie alle den 10. und jetzt weiß ich, dass du mich morgens am 9. anrufst, sagst, Margot, ich bin schwer krank, ich habe keine Ahnung was. Ja klar, ich rufe. Jemand anders muss die Tour machen und dann sind sie alle enttäuscht, deswegen verraten wir ja nicht, wer wann wie die Tour macht. Ja, ist ja gut, Margot. Weil das wird doch immer auch mal ausgetauscht. Ich habe doch auch gerade gelogen, ich bin ja gar nicht am 10. Das stimmt, also bucht an allen Tagen außer am 10. ich weiß, an einigen ist wieder ausgebucht, aber ich weiß nicht an welchen. Ja. Egal, also Kiez, du machst wahnsinnig viel Spaß. Ich bekomme immer so unglaublich tolles Feedback. Guckt euch mal die Google-Bewertung an, die wir mittlerweile haben. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, weil wir das einfach gut machen, Margot. Ja, und es freut mich wahnsinnig, wenn ich immer lese von wegen, hey, wir hatten heute Tourguide XY, die war ganz, ganz toll und so weiter und so fort. Weil ich weiß, die anderen machen das auch wirklich super. Das ist eine tolle Bestätigung, dass wir ein super Konzept einfach haben. Ja. Ich habe Termine und zwar ansonsten im November, möchte ich euch darauf hinweisen, weil es ist einfach zu geil. Und zwar am 10. November kommt zu mir ins Schattenkabinett, ins BKA-Theater, unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Die keine Lesbe ist. Nee, die schon mehrfach die geile Sau des Monats war, gefühlt. Finde ich wahnsinnig tough und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass wir diese Frau bekommen. Das ist die mächtigste Frau im Land. Ich finde die ganz toll. Ich liebe Bärbel Baas. Ich liebe sie auch. Ja. Am 12.11. geht es dann wahrscheinlich wieder mit dem Bingo auf der Christmas Avenue los, jeden Dienstag und natürlich vor Weihnachtszeit natürlich und ich freue mich auch wahnsinnig, ab dem 29. November bzw. am 6. Dezember gibt es die tolle Weihnachtsshow. Oh,
Du Fröhliche mit Tilly Kreuzfeldt, Jakob und meiner Wenigkeit. Okay. Genau. Oh, du Fröhliche, genau. Süß. Mit genau in der Wabe bzw. im Café-Theater. Charlotte, die Karten sind jetzt freigeschaltet. Und am 20.12. Parkour und Schlünzke, der Jahresrückblick, haben wir eingangs schon erwähnt. Ja, ja, aber im großen Saal. Ja, im großen Saal. Das wird toll. Dann auch mit Kameras. Nee. Was? Ohne Kameras, oder? Weil, keine Ahnung. Nee. Weiß aber das nicht. Machen wir dann geschminkt. Machen wir dann geschminkt, das ja. Jetzt sind wir also, gerade ungeschminkt heute. Der nächste Podcast geht online am 31.10.2024, liebe Margot. Richtig. Pünktlich so, zu Halloween. Pünktlich zu Halloween. Und an dem, mit dem Podcast feiern wir unser vierjähriges Jubiläum. Oh. Das ist einfach toll. Wir feiern eigentlich jeden Monat jetzt irgendein Jubiläum. Ja, das ist einfach so, man macht uns die Welt, wie sie uns gefällt. Richtig, das fand ich großartig. Wir suchen natürlich noch einen kleinen Sponsorling, falls ihr da irgendwie ein kleines mittelständisches Großunternehmen zur Hand habt, welches uns gerne sponsern möchte. Wir suchen noch Sponsor, auch gerne für die eine oder andere Rubrik zum Beispiel, wenn ihr Bettfahrt- und Bumsgeschichten total toll findet. Ja. Die Hanky-Code-Fahrten sind gerade weg. Ja. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, von wegen, hey, der Wichser des Monats. Also ja, oder wenn ihr Ampelherstellerin seid. Ja, zum sowieso. Ja? Der Ampelherstellerin. Ja, ja. Das solange zum ein Jahr ist noch die Chance, die Ampel zu sponsern bei uns. Richtig, ja. Der weiß, was danach kommt. Na ja, Jamaika wird uns nicht sponsern. Gesponsert vom Land Jamaika. Folgt uns auf Instagram, Facebook bei Margot, bei mir TikTok. Ja. Das ist ja unterschiedliche Konsequenzen. YouTube. Das machen die Videokanal ja eh schon. Ja. Ja. Drückt einfach das Glöckchen oben. genau, dann haben wir Twitter schon. X ist. Wir bleiben bei Twitter. X bin ich nicht. Ja, egal. Blue Sky. Was hast du denn da auch für. Teletext, ja. Den Faxabruf bitte nicht vergessen, das ist ja deine Baustelle immer. Und die Rohrpost ist ganz, ganz wichtig, geht erst bei Hallo Spencer durch und dann weiter zu uns. Richtig, unsere WhatsApp-Kanäle bitte abonnieren, und zwar beide, es geht nur im Doppelpack. Ne? Und eigentlich nur meinen, natürlich. Ja. Und dann schneid dich hier aus dem Podcast raus. Ja. So, eine Postkarte an das ZDF 65 Mainz 500. Mit dem Kennwort Parker und Schlönske. Vor ZDF. Fernsehkarten. Ob da mal das was wird auch nichts mehr. Das wird auch gar nichts mehr. Aber wir kennen doch Leute, die regelmäßig im Fernsehgarten auftreten. Wir müssen es doch mal irgendwie den verklickern, oder? Ja. Und die Kiwi soll ja auch so nett sein. Ja, kann sie auch weiterhin sein. Aber wir wollen den Fernsehgarten machen. Ja. Na gut, also wir arbeiten dran, meine Lieben. Margot, ja? Du bist heute wirklich unfassbar gut geschminkt. Ja. Ja. Wie hast du das wieder hinbekommen? Ich habe das mit ein bisschen Zauberei, industrielles Licht und Magie oder auf Englisch Industrial. Ich wollte gerade sagen, industrielles Licht. Und natürlich, also ich habe ja vorher eine Infraschallmassage gemacht. Ach, weil das ja. Bereitet die Haut hervorragend vor. Ja, ja. Und, ja, und alle Poren verschließen sich. Und deshalb sehe ich sowas von flawless heute aus, Margot. Ich habe leider falsch eingestellt. Ich habe heute eine Ultraschallmassage gemacht. Ja. Meine Poren sind so groß wie riesige Krater. Ich bin eine Mondlandschaft heute. Man könnte Säuglinge reinwerfen und sie würden verschwinden, Margot. Ja. Aber apropos Infraschall, das Einzige, was wirklich mit Infraschall und so groß ist wie ein Windrad, ist natürlich Jessica. Guck mal ganz kurz. Margot! Oh nein! Margot! Das war's mit dem Podcast von Jessica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren!